So, wir zeichnen auf und daher begrüße ich nochmal, falls das irgendjemand sieht. Hello, Alex Roberts. Good to have you. Thank you for writing this game. We're going to play this in German, as we all speak German. But I hope you can still enjoy looking through the elements you designed in terms of pace and where the joy was or the frustration, since you're asking for that as well. Und so wechseln wir wieder zu Deutsch. Wir sind auf der KineCon und die KineCon läuft fantastisch. Ich liebe sie und habe ein wunderbares Wochenende, auch wenn ich nicht die ganze Zeit dabei sein kann. Aber das ist ja gerade der Vorteil von Online-Conventions, dass man eben auch, wenn man eigentlich keine Zeit hat, an dem Wochenende trotzdem dabei sein kann. Und wir wollen jetzt Fanfriction spielen. Das ist eben ein Playtest-Spiel, was Alex Roberts geschrieben hat, weil sie selber, glaube ich, oft Fanfriction hat und die jetzt in einem Spiel ausleben wollte. Und ich glaube, vielen von uns geht so, die Kunst wird gleich zu sein, ein Fandom zu finden, in das wir alle irgendwie mit in Schwingung sind gleich. Das bin ich gespannt, wie das laufen wird. Also in diesem Spiel geht es darum, dass ich als Gerrit, mit meinen Idolen in einer WG für immer zusammenleben darf. Ein Traum wird wahr. Und für jeden von euch gilt das auch. Und wir überlegen zum Anfang, welches Fandom uns besonders interessiert, was wir irgendwie alle einigermaßen kennen. Vielleicht hilft uns auch das Internet oder Wikipedia oder sonst was, um nochmal nachzulesen, für was einzelne Figuren stehen. Wichtig ist, es sind fiktive Figuren. Keine echten Personen, also die Bundesregierung scheidet leider aus. Wir müssen uns eher auf sowas wie Super Mario oder Star Trek oder sowas einigen. BRD GmbH. Und Avian I do. Da bin ich nicht so sicher, ob das fiktiv oder echt ist. Deutschlands bekannteste Verschwörungstheoretiker in einer WG. Oh Gott, ja. Und wir glauben. Und wir. Das Spiel besteht dann aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, dass wir diskutieren, was dort alles passieren könnte. Das ist Teil des Spiels, wo wir alle einmal rumgehen und überlegen, was da alles sein könnte und wie wir uns das vorstellen, wie das so ist, das Zusammenleben mit denen, um so ein gemeinsames Gefühl dafür zu bekommen. Und der eigentliche Spielteil, in Anführungszeichen, ist dann, dass jeder von uns 5 Minuten hat, mit seinen Idolen zusammenzuleben und eine typische WG-Szene nachzuspielen. Da gibt es eine Würfeltabelle für und ich habe einen 20-seitigen Würfel als guter Paperspieler hier, einen besonders großen, besonders ausgeglichenen und fairen. Und mit dem würfeln wir dann Szenen aus, die wir dann in exakt 5 Minuten spielen. Da machen wir einen Timer, schauen auf die Uhr, wann die Szene vorbei ist. Machen dann einen Cut, weil es kann ausarten. So WG-Diskussionen kennt man ja. Und die anderen verkörpern die Idole in der Zeit. Und wie schon gesagt, wir sind sehr viele Leute. Daher würde ich sagen, normalerweise ist die Ansage, jeder ist in jeder Szene drin. Und ich würde vorschlagen, dass wir das auf 4 oder 5 Idole begrenzen. Und die anderen schauen in der Zeit zu. Genau. Die Crew kann aber und sollte möglichst noch größer sein. Also, dass wir nicht irgendwas nehmen, wo es nur 2 oder 3 fiktionale Figuren gibt, damit wir genügend Material haben, mit dem wir spielen können. Jeder kann sich aussuchen, mit dem er gerne zusammenleben möchte. Okay. Also, wir wollen Spaß haben. Wir wollen das leichtherzig angehen. Wer rausgehen will, kann jederzeit. The door is always open. Das X oben am Fenster ist immer zur Verfügung stehend. Wir haben die X-Karte. Das heißt, wenn irgendein Inhalt aufkommt, der euch nicht interessiert, der, wo ihr findet, das geht in eine ganz andere Richtung, als wie es für mich gut ist, keine Erklärung nötig. Ihr sagt einfach X. Können wir das Xen? Können wir das weglassen? Und dann machen wir das. Menschen sind immer wichtiger als ein Spiel. Und außerdem haben wir in Lines and Veils als Sicherheitsressourcen. Vielleicht könnt ihr nebenher, wo ich hier so rede, in das dritte Tab in dem Ding gehen. Und falls Themen sind, wo ihr da in dieser Liste seht, habt ihr das vor euch oder soll ich das mit dem Bildschirm mal freigeben? Ist vielleicht eine Idee. Ja, ich sehe es. Gut, dann. Das ist dieses Sicherheit und Ressourcen, ne? Ja, genau. Ach, das sind ja Sachen, da wäre ich nie drauf gekommen, dass die hier auftauchen. Wow, die ist länger geworden. Das ist eine generische Liste. Die tauchen, das ist eine, ach, schon. Nichts mit diesem Spiel zu tun. Genau, ja. Wenn da also irgendwas ist, wo ihr sagt, genau, und Mobbing ist zum typische Beispiel. Typische BG-Situationen hier. Drastische Gewaltdarstellungen, Vernachlässigung von Kindern.
Wir wissen ja noch nicht, welches Fandom wir haben. Wichtige Verletzungen sind ja immer noch mit drin. Ja, oder wenn ich an Spinnen denke, dann könnte Spider-Man natürlich auch Probleme kriegen. Vernachlässigung ist ja gut. Also dann können wir auf gut Deutsch, wir können keinen Daredevil spielen mit Augenverletzungen, wir können keinen Spider-Man spielen, wir können überhaupt keinen Insekten. Oh. Ja. Wenn das jemand ankreuzt, genau. Also das Schöne ist, man kann das relativ anonym hier machen und ihr tragt euch einfach ein, was ihr meint, was in dem Spiel ist. Wir gucken gleich, bevor wir anfangen, dann nochmal nach, was noch gekommen ist. Also das kann jetzt jederzeit immer wieder ergänzt werden. Romancen, das ist auch so ein schönes Denglisch, ne? Ja, welches Wort? Romancen. Also es ist ja weder Romanzen noch Romance, es ist Romancen. Das ist der Mario Salamander, der das übersetzt hat. Das ist halt ein englisches Original und der war dann einigen Begriffen echt verzweifelt, weil er dachte, ich hätte ja gesagt, das muss man alles gar nicht so wortwörtlich übersetzen. Da gibt es auch einfach Kulturunterschiede. Was versteht man unter Klassismus? Über arme Leute hergezogen wird. Ah, okay. Ja, also jetzt mal ganz plump gesagt, ja. Oder über Reiche, oder? Oder über Reiche, genau. Ja, theoretisch auch, aber normalerweise sind strukturelle Ismen ja von Starken gegen Schwache. Ja. Ich dachte, jemand, keine klassische Musik. Also kein Fanfiction mit Bach, Beethoven, Mozart. Hast du das verlinkt? Weil ich finde das gerade nicht. Wenn ich hier drauf klicke, lande ich immer nur bei der Spielbeschreibung. Dann musst du unten im ersten Link, nicht im zweiten. Im ersten Link, genau. Und dann hast du unten verschiedene Tabs und der dritte von denen heißt Sicherheit und Ressourcen. Ach so. Ah, ich habe immer wieder das Fenster geöffnet und mich gewundert, warum das immer gleich aussieht. Alles klar. Ja. Okay, jetzt haben wir Safety geklärt. Wir haben, oder beziehungsweise sind es am Klären im Hintergrund, wir schauen da gleich nochmal rein. Und es ist völlig okay, nicht alles über die Figuren zu wissen. Dies ist kein Kompetenzwettbewerb über den besten Fan, den man hier spielt, sondern es geht darum, diese Figuren auch so zu interpretieren, wie man sie selber vermutet, wie sie sind. Sie sollen ruhig eindimensional sein, sie sollen übertrieben sein. Irgendwas ganz tief Nuances, das wird nicht gut funktionieren, sondern eher Super Mario als irgendeine komplizierte, komplexe Cast. Okay, dann haben wir die Schwierigkeit, ein Fandom zu finden. Und ich habe einfach nur, damit man einen Startpunkt hat, nicht weil ich irgendwelche Präferenzen damit andeuten will, mal unten in dem Run-Through ab Zeile 27 ein paar Ideen schon eingetragen. Und die könnt ihr beliebig ergänzen und wir sollten dann... Was ist denn TMNT? Ja, siehst du, damit seid ihr doch schon... Ninja Turtles. Oh! Masters of the Universe? Oder He-Man und so? Nein, okay. Jetzt sehe ich schon wieder nicht mehr durch. Genau, und daher sollten wir jetzt in diese Spalten Player 1 bis Player 5 unsere Namen eintragen und ankreuzen, was davon überhaupt in Frage kommt. Brauchen wir jetzt noch ein paar mehr Kästen. So, was man kennt, oder? Was du kennst und was du genügend liebst, dass du Lust hast, das in dieser Stunde zu spielen. Vielleicht müssen wir am Ende noch Leute auch noch überzeugen von irgendwas, wenn da nur eine Lücke besteht oder so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was so Wissen über Popkultur angeht, super schlecht, aber ich kann mich auch in Sachen reinversetzen. Das heißt, wenn es was ist, wo alle anderen mit voll dafür sind und ich kenne aber nur dann Harry Potter oder was weiß ich, dann kann ich auch gerne da bei was anderem. Gott. Können wir da auch Sachen links hinzufügen wahrscheinlich, oder? Ja, bitte. Immer weiter. Warte mal, ich sehe hier nichts. Die sind alle leer, die Felder. Du musst weiter nach unten scrollen auf der Seite Run-Through. Habe ich auch mich erst gewundert.
Ab Zeile 27. Ich kann noch mal meinen Bildschirm teilen, vielleicht hilft ja, das. Ja, okay, alles klar. Ich nehme an, man kann auch ganz, ganz dreist, wenn man von einem Fandom so ein bisschen Ahnung hat, aber nicht so krass drin ist, einfach noch mal ganz kurz googeln. Googeln hilft, ja. Ich habe nie was mit Pokémon zu tun gehabt und habe eine Pokémon-Kampagne gespielt letztens. Ja. Ich weiß jetzt immer noch nicht so richtig viel über Pokémon, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Boah, Marvel und DC getrennt, das ist aber, ich habe keine Ahnung, woher kommt, weil... Alter, du kannst ehrlich, Marvel und DC in die gleiche WG packen, bist du wahnsinnig? Ja, das funktioniert, das ist, das ist lustig. Für mich ist das so, ich weiß, dass es beide davon gibt und ich kenne ein paar Namen von irgendwelchen Leuten, aber ich weiß nicht, hören, sondern für mich sind das einfach alles nur random Superhelden. Gibt's nicht als... Ich kenne die auch nicht. Ich weiß nur, dass Leute, die Marvel mögen, kein DC mögen und andersrum. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das stimmt total. Ich habe noch nie jemanden getroffen, bei dem dieses Klischee nicht zutraf. Okay, ja dann, hier. Bist du vielleicht der Erste? Hier. Die sind sogar nebeneinander. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Das sind beides geile Sachen. Wir werden sehen. Ich würde auch beide sofort in eine WG packen, wäre geil. Oh, husch. Wurde gerade Big Bang Theory durch den Hobbit. Ich finde, der Hobbit zählt zu Herr der Ringe. Ja, ja, auch. Es gibt Leute, die trennen das durchaus. Zumindest hätte ich den da jetzt also ich habe Herr der Ringe. Wir können das ja Tolkienverse nennen oder so. Meinetwegen. Ja, gut, aber dann, ja, also für Tolkienverse möchte ich dann aber bitte schön nur noch Numenor machen. Wenn schon, dann schon. Nur die Silmarillion-Sachen. Dann können wir aber keine Spinnen benutzen. Gott, jetzt bin ich sehr verwirrt. Also ich habe Herr der Ringe gesehen, aber ich konnte die ganzen Charaktere nicht auseinanderhalten. Ja. Die Hobbits, die sehen alle gleich aus. Also, vor allem die Namen. Ich dachte, jeder wäre Theodred. Und dabei war Theodred nach 5 Minuten tot. Theodred ist tot. Ja, ja, aber es hat mich... Also es ist jetzt in meiner WG auch so ein geflügeltes Wort. So, ist das Theodred? Weil ich das über jeden dritten Charakter gefragt habe. War sehr verwirrend. Ich sehe schon, was habe ich getan? Oh, was ist das denn? Die Liebe. Die Liebe. Hä, das ist doch eine Band. Ja, und? Ach so, die ist nicht fiktional, ne? Entschuldigung. Ja, warte, dann nehmen wir einfach Umbrella Academy, weil das ist ja vom Charabé. Haben wir schon gewonnen. Tag. Okay. Ja. Und hier kommen so viele schöne Dinge auf. The Witcher. Ein Lungenlied. Ah, The Witcher, ja. Aber da, wo The Witcher stand vorher was anderes. Kann es sein? Ah, der Hobbit. Okay, ja, dann ist ja... Okay. Naja, alles gut. Machen wir das jetzt so lange, bis alle eins angekreuzt haben, alle zusammen? Oder? Ja, wir schauen mal. Also ich würde sagen, wir geben uns noch 2 Minuten bis 25. Okay. Und kann dann... ich in 2 Minuten kurz auf Toilette gehen? Ja, bitte. Ja, perfekt. Nein. Wir finden das. Oh, das finde ich gut, ja. Pack das also, doch mal da rein. Also ich sehe das. Oh ja, danke dir. Wow, okay, das ist ziemlich hyperspezifisch, aber. Bin ich da? Warum hat irgendwer Herr der Ringe fett gemacht? Ich habe, weil das also gut gemacht. Eine Liebe von 6 hat. Harry Potter auch, aber ich bin auch eher für. Genau, deswegen, ich bin noch da am Angleichen. Eine Liebe von 6 finde ich sehr gut. Das ist, ich finde den Ausdruck sehr gut. Dieses Fandom hat eine Liebe von 0. 1. Haben wir doch die Weinkönigin. Ja. Ich finde Narnia ja auch ziemlich super, ne? Ja, ich habe es nur super lange nicht mehr gesehen oder gelesen. Nein, aber stell dir vor, du lebst in einer WG mit der Maus. Oh ja.
Oh, Also wer jetzt Narnia nicht so kennt, es gibt diese sprechende Maus, die immer mit so einem kleinen Degen durch die Gegend läuft und voll der krasse so Ritter, der ist wirklich so richtig so ritterlich. Ja, dann nehmen wir halt auch gleich Stuart Little, da hast du auch eine sprechende Maus. Das ist so super. Weil man einfach immer kommt diese Maus und sagt so, haha, du bist mein Feind. Alice im Wunderland fände ich aber auch richtig geil. Das wäre so richtig lustig mit dem verrückten Hutmacher in einer WG. Oh ja. Oh, ja. Aber ob man wirklich für immer mit denen zusammenleben will? Ich glaube, man du hast 364 Tage im Jahr hast du eine Party und musst halt nur ein paar aufpassen, dass halt alle nicht am gleichen Tag Geburtstag haben, dann hast du immer eine Party. Oder einfach den längsten Acid-Trip deines Lebens. Je nachdem, ja. Sieht man so ein bisschen die Generationen an Fandom an diesem Dokument? Wahrscheinlich. Wer mit was aufgewachsen ist? Sind wir nicht alle gleich alt? Ja, ich glaube nicht. Ja, nicht so ganz. Echt nicht? Also ich bin 41. Okay, ich bin 20. Ich bin 32. Echt? Boah, ich hätte gedacht, du bist jünger. Ja, ich bin halt dumm im Geiste geblieben. Das ist gut. Das ist jetzt keine Altersdiskriminierung, oder? Ich muss nochmal in die Linie schleiern. Hat das was zu sagen, wenn bestimmte Sachen dicker geschrieben sind? Ja, die haben eine Liebe von 6 oder von 5. Genau. Aber Game of Thrones hat doch nur 4. Game of Thrones hat 5. Gerade waren nur noch 5, ne? Warte. Wo ist Game of Thrones? Ich muss mal eben ein paar Leute ticken. Nein. Sicherlich nicht. Ah, okay. Okay. Wir haben schon 27 jetzt. Das heißt, wir sollten uns jetzt einigen. Also es kommen jetzt keine neuen dazu. Wir haben eigentlich eine sehr schöne Spiel. Liste. Das war auf jeden Fall schon mal sehr lustig. Also, wir haben gehen wir mal bei den Höchsten durch. Da haben wir bei Harry Potter, ich habe leider nichts von Harry Potter, weiß ich gar nichts und fühle mich da nicht ganz so wohl, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich bin der Einzige, der nichts angekreuzt hat. Tatjana hat auch nichts angekreuzt bei Harry Potter. Genau. Das dazu. Herr der Ringe sind Lena und Gerrit, die das nicht angekreuzt haben. Ich habe ich kann mich auch anfreunden mit Herr der Ringe. Tue ich mal bei mir Liebe auch noch dazu. Okay. Dann haben wir Game of Thrones. Da haben Leo und Lena könnten noch mal in sich gehen. Das kann ich wirklich gar nicht. Also ich habe die erste Folge gesehen und fand sie doof. Und deshalb... Für mich ist das auch absolut auszuschließen. Ja, dann schließen wir das aus. Und dann haben wir Alice in Wonderland. Können Britta und Leo noch überlegen, ob das für sie interessant ist. Ich habe von Alice in Wonderland gar keine Ahnung, aber ich lasse mich darauf ein, auch sonst. Ist das die Tim Burton-Version mitgemeint oder die Original-Kinderbuch-Version? Keine Ahnung, alles. Aber die Charaktere sind ja durchaus unterschiedlich in beiden Versionen, ja. Sagen wir mal. Die bin ich nicht drin. Okay. Also ich kenne mich damit jetzt nicht so wirklich irgendwie überhaupt nicht aus. Ich weiß halt, dass es das gibt und dass es da irgendwie einen Hasen mit einer Uhr gibt. Aber eher ungerne. Okay. Dann. Weißt du, dass da ein kleines Mädchen Pilze isst und dann in eine Wunderwelt kommt? Ja, genau. Weil die fällt ja in ein Loch. Genau, tja, es ist ein tiefes Loch. Mit 8 Leuten natürlich eine Herausforderung, aber wir kriegen das hin. Also, wir gehen ja auch immer Kompromisse schließen. Ja, genau. Genau, man kann zum Glück auch bei den Fandoms, die wir hier haben, das auch online sich nochmal was über eine Figur schnell einen Paragraph durchlesen. Die haben ja wahrscheinlich alle so Fan-Wikis. Von mir aus können wir Herr der Ringe machen, aber ich brauche vor jedem Charakter ein kurzes Update, wer das nochmal war, weil ich die Namen echt nicht mehr weiß kann. Alles Theodred. Ist das Theodred? Theodred. Das lässt sich bestimmt machen. Ich kann dir da aus dem Kopf eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung geben. Zu den ja. War Aragorn jetzt der König von Gondor? Alles das klar. Ende, ja. Perfekt, wow.
Dann haben wir... einfach Gollum mag Fisch und das reicht eigentlich. Genau. Dann haben wir einen Hit. Dann ist es... Mal, oh ja, der wird ja mit dabei sein. Vielleicht, genau. Wir haben einen Hit. Genau, Herr der Ringe. Acht Liebe, genau. Wir haben ein Fandom gefunden. Die Herzchen dahinter waren völlig unbeeindruckend wahrscheinlich. Die haben gar nicht geholfen. Okay, wir haben sind 30 Minuten drin. Wir würden jetzt zum zweiten Teil übergehen, in die Diskussion. Mhm. Also, stellt euch vor, ihr würdet jetzt mit den Herr der Ringe-Figuren, das sind ja ziemlich viele, zusammenziehen. Das Schöne ist, ihr dürft euch am Ende aussuchen, mit welchen. Nur sollten wir nochmal festlegen, wie viele es sind, wie viele Leute wir in jeder Szene haben wollen. Und ich glaube, Spielerin plus 4 Fiktionale wäre vielleicht eine gute WG-Größe, also 5er WG. Da muss man schon viel koordinieren, was den Kühlschrank angeht und so mit 5 Leuten. Ja, vor allem mit irgendwelchen Hobbits. Ja. Boah, das ist jetzt aber gerade echt gemein, ne? Also ich würd mich mit so Waldläufern aus Ithilien, so Faramir und seine Leute, mit denen kann man, glaube ich, echt gut zusammenwohnen. Hervorragend. Also, wir haben jetzt tatsächlich eine strukturierte Diskussion, in der wir das also ausdiskutieren. Also, wir haben eine das nennt sich die Diskussion. Mach Vermutungen, übertreibe. Mach unbegründete, aber plausible Behauptungen, wie die Figuren zusammenleben würden mit dir. Am Ende der Diskussion schreibst du auf das zweite Tab, mit welchen Figuren du zusammenleben wollen würdest. Und wir springen dann jeweils ein und verkörpern die in der Szene. Das ist aber dann der Teil danach. Erstmal haben wir die Diskussion und jeder hat genau, wir sind jetzt so viele Leute, wir sollen maximal 30 Minuten diskutieren, also hat jeder 3 Minuten und die müssen wir stoppen, in der jeder Zeit hat, wo er sich beratschlagen kann mit allen anderen, was er glaubt, das ist deine Bühne, die 3 Minuten, was du glaubst, wie das Zusammenleben funktionieren könnte, und ich moderiere das Ganze mal. Und ich fange an, ich habe jetzt 3 Minuten, also bis 35, und ich sage, okay, Herr der Ringe, wenn ich mit den Figuren aus Herr der Ringe zusammenziehen würde, dann würde ich, glaube ich, vor allem würde mich interessieren, also ich finde diese Waldläufer, finde ich eine super Idee, also mit solchen Leuten zusammenzuleben, aber ich finde diese Burg, die da irgendwann belagert wird, die fand ich so fantastisch. Helmsklamm. Helmsklamm. Genau. Und ich glaube, da wäre die WG auf jeden Fall zu Hause, und entsprechend sind das diese Leute von Gondor oder wie heißen die? Rohan. Rohan. Das sind die Rohan-Leute, die dort leben. Und da ist dieser Grima Schlangenzunge, der muss auf jeden Fall da sein. Der ist mit mir da eingezogen und der macht halt die ganze Zeit nur so falsche Versprechungen und so. Ich spüle morgen ab. Und dann dieser König, der so gar nichts mehr hat, der so völlig vergiftet ist und dann nur so im Sessel hängt den ganzen Tag. Und aber von dessen Rente hängen wir ab. Ja, also deswegen ist er bei uns wohnen. Logisch. Und Gollum möchte ich auch unbedingt dabei haben, weil einer muss ja auch putzen. Und Gollum kriegt seinen Ring nur, wenn er fertig geputzt hat. Logisch. Und dann brauchen wir noch irgendeine Königin, eine Elfe, würde ich auch noch gerne haben. Wen gibt es denn da? Es gibt Arwen, das ist die Frau von Aragorn am Ende. Galadriel, die hat die Hosen an. Oh, Galadriel, ja. Galadriel hat die Hosen an. Das ist und einer muss das Sagen haben in so einer WG, das ist Galadriel. Und wenn ist das jemand die Waldkönigin? Gute Wahl. Das ist die Waldkönigin. Wer nicht spurt, wird für 5 Stunden zum Baum verwandelt und kann nicht bei der Nintendo Switch mitspielen. Wenn die anderen zusammensitzen. Okay, ich bin durch. Vibora. Ich soll jetzt eine andere Version von meiner WG sagen, ne? Du hast deine Traum-WG, kannst du zusammenstellen, aus allen Herr-der-Ringe-Figuren. Also, ich würde mit denen auf jeden Fall in irgendeinem hippen Studentenviertel fügen sie beliebige Studentenstadt ein, in so einer schönen Altbauwohnung wohnen. Ich hätte auf jeden Fall Gandalf dabei, der uns immer mit Weed versorgen würde, so der gechillte alte Bee, der halt mit uns jungen Leuten rumhängt, weil der das halt cool findet und so irgendwie so sein psychedelisches Zeugs auf dem Balkon anpflanzt. Dann hätte ich Frodo dabei, das wäre so dieser
typische Student, der immer richtig gestresst ist vor allen Prüfungen und irgendwie Panikattacken und Angststörungen hat und eigentlich übelst nicht auf sein Leben klarkommt und war so, nein, ich hab das alles nicht, überhaupt nicht. Und so, Frodo, komm, wir gehen jetzt mal zu Gandalf, du schaffst das schon, entspann dich mal. Und dann halt so Sam, ich glaube, der würde eher so eine Ausbildung oder vielleicht so ein duales Studium machen und wäre halt so ganz bodenständiger, netter Typ, der sich halt nicht stressen lässt und auch immer dafür sorgt, dass wir alle mal zusammen kochen oder irgendwie mal was zusammen unternehmen. Und dann hätten wir Legolas, der immer ganz lange das Bad besetzt und die Dusche mit seinen langen Haaren verstopft und irgendwie immer alle den ganzen Conditioner von allen Leuten aufbraucht und immer ganz viele Ischen nach Hause anschleppt. Auf jeden Fall auch noch einen von den Zwergen. Also, ja, so ein Gimli würde ich schon ganz nett finden. Und der zockt richtig viel und macht immer die ganzen Fenster in seinem Zimmer zu. Man sieht den eigentlich nur super selten rauskommen. Aber wenn man mal Bock hat, mit ihm zu zocken, dann kann man das auch machen. Wunderbar, sehr schön. Ich habe, wie ihr seht, das zweite Sheet aufgemacht. Da ist noch so ein weiterer Tab, da stehen die Szenen drauf. Da können wir die Figuren mitschreiben, die wir in den Szenen sehen wollen. Wenn ihr, wer schon soweit ist, ihr könnt jederzeit das editieren bei euch und noch was ganz anderes da reintun, weil irgendjemand anders was erzählt hat mit einer noch brillanteren Idee, mit der man zusammenleben wollen würde. Aber machen wir mal weiter bei Britta. Also wenn ich mit den ganzen Leuten in einer WG wohnen könnte, dann würde ich wahrscheinlich zuerst mit Pippin zusammen wohnen wollen, weil der einfach ein bisschen Schwung in die ganze Sache bringt. Und manchmal, also es ist halt ein bisschen nervig, weil der manchmal bestimmt irgendwie so Geschirr runterschmeißt oder so und dann würde ich mich da voll drüber aufregen. Aber ich glaube, das wird trotzdem einfach echt lustig, weil der echt viele Trinklieder kann und der kann dann halt auch Musik machen. Und ich finde, das ist in der WG total wichtig. Und außerdem würde ich gerne noch mit einer Frau zusammen wohnen. Ich möchte nicht allein unter Männern wohnen und deswegen möchte ich gerne Eowyn dabei haben. Die jammert zwar manchmal ein bisschen über ihr Leben im Allgemeinen und über die Männer, die sie nicht kriegt, aber damit kann ich schon umgehen. Die weiß wenigstens, was sie will. So. Und außerdem verstehen die beiden sich bestimmt auch ganz gut. Und dann hätte ich noch ganz gerne Elrond dabei. Der kann nämlich so ein bisschen auf uns alle aufpassen und ein bisschen Auge darauf haben, dass niemand so allzu große Scheiße baut. Das ist mehr so der gute Ratschlaggeber, so ein bisschen wie so ein Vater. Dann haben wir nämlich nicht so das Problem, dass wir in der WG wohnen und irgendwie keine Ahnung haben, sondern es ist mehr so eine Familie. Jetzt brauche ich noch zwei Leute, mit denen ich zusammenwohnen will. Faramir. Faramir ist ein cooler Typ. Ich muss nur aufpassen, dass Eowyn und er nicht zusammen irgendwie... Aber bestimmt kann man da auch zu dritt eine Beziehung haben. Das geht bestimmt. Die sind da bestimmt offen für. Außerdem kann dann Faramir endlich mal seine Qualitäten zeigen. Das ist nämlich, was er eigentlich die ganze Zeit ja nur will. Und als letztes hätte ich dann noch gerne irgendwen so super unkomplizierten, jemanden, der nicht so richtig irgendwie Probleme macht. Und deswegen nehme ich noch Merry. Der kann dann auch ein bisschen auf Pippin aufpassen. Und dann wird das sicher eine super Sache. Wunderbar. Okay, cool. Ich habe versucht mitzuschreiben, aber ihr könnt mir gerne übrigens helfen. Ich habe gesehen, da sind auch schon fleißige Editierer-Lines am Werke. Jesko, wie wär's, wenn du als Nächster deine WG vorstellst? Okay, ich bin noch total unentschlossen, aber als erstes hätte ich ganz gern Sam in meiner WG. Der kocht immer für alle, weil der einfach total gerne kocht. Das ist aber auch der total den Stress macht, wenn irgendwie die Küche nicht aufgeräumt ist und der hat da so total seine eigene Ordnung in den Töpfen. Die anderen bringen die halt immer durcheinander. Und dann macht er da halt immer Stress. Dann hätte ich, glaube ich, ganz gern Gollum dabei. Der ist zwar manchmal so ein bisschen socially awkward, aber der bringt halt immer so den gewissen Dreh mit rein in die Gruppe. Es gibt allerdings dann häufiger Diskussionen, weil er sein Zimmer nie lüftet und das müffelt dann so in die WG rein. Das ist so ein bisschen eklig und eigentlich wollen wir den auch rausschicken. Der ist so ein bisschen messy unterwegs. Den hätte ich noch gerne dabei. Pff,
Ich glaube, ich hätte ganz gern Legolas dabei. Legolas betreut bei uns so ein bisschen den Balkon und pflanzt da, na, Garten kann man es nicht mehr nennen, inzwischen ist es ein Wald geworden. Das ist irgendwie so sein Bereich. Gut, und jetzt brauche ich noch einen, ne? Oder brauche ich noch zwei? Du brauchst noch viele. Du brauchst fünf insgesamt. Vier oder fünf, also je nachdem. Warte mal, ich hatte Gollum, ich hatte Sam, ich hatte Legolas. Da brauche ich noch zwei, ne? Genau. Sam. Gut, okay, pass auf. Wie du willst. Du kannst auch nur in einer kleineren WG wohnen. Okay, pass auf. Aber ich finde, ein Ork sollte irgendwann auch mal in einer WG dabei sein. Ich finde, das ist ja nicht fair, dass die Orks auf dem Wohnungsmarkt immer so schlechte Karten haben. Mhm. Ja, ich habe da schon eine Idee. Sehr gut. Ja, okay, großartig. Also, ich hätte ganz gern das Auge Saurons dabei. Natürlich. Der versucht die ganze Zeit, die WG auf Smart-WG umzurüsten. So ein bisschen zum Leidwesen aller anderen und hat schon eine Kamera in der Küche installiert und im Wohnzimmer. Eigentlich wollte auch einer auf der Toilette installieren, aber da sind die anderen sehr vehement dagegen. Vor allem Gandalf ist da sehr dagegen. Aber der wohnt eigentlich auch nicht so richtig da, der ist auch nicht gemeldet, sondern der wohnt mehr so auf dem Sofa und manchmal ist er auch einfach für einen Monat plötzlich weg. Der ist nämlich Rockmusiker in einer Band und der lebt so dieses Bandleben und der ist halt nicht so ganz zuverlässig. Hat aber einen coolen Bart und wenn er dann da ist, dann steigt halt auch Fete. Wunderbar. Lorenz, möchtest du als Nächste? Ja, geht. Also ich würde zuerst einmal würde ich auf jeden Fall Tom Bombadil drinnen haben. Und zwar, der hat sich frisch von Goldbeere aber getrennt und ist jetzt die ganze Zeit super eingeraucht. Deswegen ist er überhaupt keine Hilfe für irgendjemanden. Dann als zweiten Elrond, der die super strenge Vaterperson ist, aber dann doch irgendwie herzlich ist und den Leuten halt hilft bei der ganzen, also wenn irgendwas nicht passt. Aragorn, der recht viel draußen ist und in der Küche nie was macht und deswegen auch extrem viele Probleme mit allen anderen hat. Dann seine Freundin Arwen, von der sieht man relativ wenig, weil sie halt nur in der Nacht unterwegs ist. Und ja, relativ einseitiger Charakter. Dann Galadriel, die irgendwie so früher mal was mit Elrond hatte, aber das ist schon so lange her, da kann sich auch irgendwie niemand mehr erinnern. Jetzt sind sie gut in Freundschaft verbunden. Und dann zum Schluss noch den Frodo, der total unrund ist und eigentlich immer so sich die ganze Welt ist so, er nimmt die ganze Welt so auf seinen Rücken und ja, alle sind immer so, oh, Frodo, du schon wieder. Ja. Ehrlich, wunderbar. Das klingt aber zumindest nach einer überlebensfähigen WG. Trotz aller Depris. Lena. Also ich hätte gerne einmal Aragorn als edgy Typ, der immer auf dem Sofa auch nur in der Ecke sitzt und auch nur, wenn er seine Kapuze über hat und sein ganzes Zimmer ist auch ziemlich dunkel und ist halt so ein bisschen emo unterwegs noch. Dann Sam, das wäre so mein Koch und Neurose-Buddy, das heißt, wir stehen immer in der Küche und schauen, dass die Schubladen alle wirklich zu sind und dann backen wir ein Brot und dann sortieren wir die Messer richtig ein. Genau, dann die Eowyn, das ist so eine Emanze, die studiert Informatik und alles andere da in ihrem Studiengang sind Kerle und da regt sich immer herrlich drüber auf, aber sie rockt es halt trotzdem. Dann Theodred, den habe ich beim Einzug einmal gesehen, der hat mir einen Schlüssel gegeben, seitdem war er auch nie wieder da, aber wir sind alle überzeugt, dass er schuld ist, wenn irgendwas nicht funktioniert. Genau, und ich hätte noch gerne eins dieser Baumwesen, ich weiß nicht, wie die heißen. Genau, ein Ent, der ist halt so unser Ökoterrorist und wenn man halt jemand so einkauft und bringt so einen Plastikbeutel mit oder so, dann eskaliert der auch mal vollkommen. Wow, sehr, sehr cool. So, jetzt sehen wir, dass es daneben doch das Feld gibt. Tatjana, Leo du hast noch. Fehlt noch, oder? Und Leo, ja. Oh Gott, ja natürlich, wir sind noch lange nicht durch. Ich habe nur dieses verkleinerte Bild gehabt, deswegen konnte ich nicht mehr alle Menschen so sehen. Ich wollte schon Figuren sagen, aber ihr seid echte Personen übrigens. Das ist doch nicht ganz heraus. Genau. Tatjana, machst du weiter? Okay, ja. Also in meiner WG hätte ich... Oh, magst du den Bildschirm nochmal teilen? Ja, gerne. Ja, das wäre super cool. Ich hätte auf jeden Fall gerne die Hobbits da.
also quasi alle so, Frodo, Pippin, Merry, die sind, die kann auch eine Person spielen, die hängen nämlich sowieso die ganze Zeit aufeinander und miteinander rum. Wir sind auch im Auen, also in so einer Auenlandschen unter der Erdehöhle, genau. Irgendwie ist es auch ein bisschen eng und jeder stößt sich die ganze Zeit die Köpfe, aber es ist halt gemütlich und wir sind da halt eingezogen, weil da Zimmer frei waren und Zimmer sind ein bisschen rar. Genau, und die Hobbits, die kochen immer für alle und räumen aber nie hinterher auf, also dementsprechend sieht die Küche halt aus. Aber eigentlich mögen sie halt alle, weil sie total sympathisch so irgendwie sind und so ein bisschen Leben reinbringen. Mhm. Dann haben wir, natürlich Gimli, den Zwerg, weil jede WG braucht einen Zwerg. Mit dem kann man richtig super reden, aber auch nur, wenn Galadriel gerade nicht zu Besuch ist, dann ist der total awkward und der verstockt irgendwie. Und dann haben wir, wir haben Gandalf, der wohnt da zwar, der ist aber jetzt nicht so da, der macht, glaube ich, ganz viele Kunstprojekte oder so, weiß man nicht so genau, auf jeden Fall ist er irgendwie, ja, also ab und zu taucht er mal aus dem Nichts auf, wenn man gerade denkt, ah, der bekommt jetzt schon in 2 Wochen wieder und dann steht er auf einmal in der Küche. Und es ist eigentlich auch super gut, dass der da ist, weil der könnte theoretisch auch mit einem Fingerschnipp einfach aufräumen, aber macht er jetzt nicht so häufig, wahrscheinlich als Erziehungsmaßnahme. Genau, ich hätte gerne auch noch Gollum. Es ist der, keiner weiß, wann er das letzte Mal vor der Tür war. Der isst wahrscheinlich auch einfach das, was so im Kühlschrank die anderen eingekauft haben. Wahrscheinlich fällt es den Hobbits einfach nicht auf. Und generell redet der nicht so viel mit den anderen, aber ist halt immer mal so da und hört irgendwie mal zu und mischt sich immer so ein bisschen ein. Genau. Und wir haben noch, weil wir haben ja gesagt, der Hobbit gehört auch dazu. Und irgendwie deshalb haben wir auch Thorin dabei. Und Thorin ist eigentlich der, eigentlich sind alle der Meinung, der sollte eigentlich seine eigene Wohnung haben, weil der ist schon super responsible und verantwortungsvoll und total berufstätig und macht so sein eigenes Ding und ist total erwachsen, aber Thorin, genau der Zwerg, der aus der Hobbit, egal, auf jeden Fall, der fühlt sich aber wahrscheinlich zu irgendwie responsible für die ganze WG, dass das irgendwie gut läuft, als dass er auszieht, auch wenn er jetzt praktisch gar nicht so viel für sie macht, aber seid doch da. Genau. Wunderbar. Oh nein. Ach, aber die erste WG mit einem Vernünftigen? Ja, vielleicht. Aber wir haben noch Leo. Ja, ich würde in meiner WG würde ich gerne viele verschiedene Menschen oder Wesen zusammenbringen, um so ein bisschen diese Utopie vom Weltfrieden zu leben. Mhm. Ich würde gerne ein Ork mit drin haben, aber so ein random Ork, der halt mit Mühe und Not seinen Hauptschulabschluss geschafft hat und jetzt möchte er halt eine Ausbildung machen. Oh. Aber er kriegt halt dauernd Wutausbrüche und genau, darum ist das sehr schwer für ihn. Dann ist Elrond mit dabei. Elrond ist, also der alte Elf ist das, ne? Ja. Ja, genau. Der ist Finanzmanager. Der hat sich so mit seiner Frau so ein bisschen verstritten, ist da rausgeflogen und jetzt muss er zu so komischen Leuten in die WG ziehen. Das ist eigentlich voll unter seinem Niveau, aber dann natürlich, wenn ein Zwerg mit dabei, wenn ein Elf mit dabei ist, muss natürlich auch ein Zwerg mit dabei sein, damit wirklich viele Menschen zusammenkommen und da irgendwie der Versuch gestartet werden kann, dass der Frieden kommt. Darum würde ich Gimli mit dabei haben. Gimli ist so ein grummeliger Typ, der feiert gerne, aber auf dem Biergarten und so. Dann habe ich jetzt 3. Ne? Dann hätte ich gerne noch diese, wie heißt sie mit I am no man? Eowyn. Eowyn hätte ich gerne dabei. Die ist so die hat eigentlich so das Sagen in der WG. Die fängt so diese toxische Maskulinität von den anderen irgendwie auf und Leute wollen ihr aber auch nicht zu viel Stress mit ihr haben, weil sie ist Deutschlandmeisterin im Kickboxen. Dann fehlt noch einer, ne? Jetzt muss ich kurz überlegen, wen es noch geben könnte. Eigentlich
Was gibt es denn noch für jemanden, der noch dazukommen könnte und irgendwie nochmal Konflikt da ist, den man schlichten kann? Aragog. Aha, also, gibt's nicht. Aber die Spinne, die große Spinne. Diese schwarzen Reiter. Oder die schwarzen Reiter, die sind auch gut. Das ist der Vermieter, der klingelt. Ja. Aber Aragog finde ich schon ziemlich geil. Ja, es gibt ja in Herr der Ringe quasi auch so eine große böse Spinne. Ja, das ist doch Aragog, das ist die Spinne. Aragog heißt die in Harry Potter. Echt? Ja. Echt? Ja. Oh, dann heißt das verwirrt. Ja, vertauscht. Du hast recht. Ja, aber die Spinne finde ich gut. Ja, die hat Spinne. Kankra. Die Spinne hat so ein bisschen so Kankra? Das Problem, dass sie halt, dass irgendwie Leute sie irgendwie sich vor ihr ekeln, aber eigentlich ist sie eine ganz Liebe. Sie möchte nur Leute halt zu sich nehmen und sie sucht eigentlich nur nach Nähe, aber sie kann das nur so regeln, indem sie halt Leute einnimmt mit ihren Spinnenfäden. Und der Vermieter ist sehr genervt davon, dass es oft so Stress gibt in der WG und darum droht er öfter, dass er seine Ents vorbeischickt, wenn wir zu viel Stress machen. Genau, aber die sind eher so im Hintergrund. Ehrlich. Okay, wunderbar. Wir haben das very timely hinbekommen. Und wunderbare WGs hier zusammenbekommen. 8 Stück, Wahnsinn. Wir haben jetzt dahinter gibt es ein Feld, das heißt Play By. Und ich sehe, einige haben auch sehr coolerweise eingetragen, wo die WG liegt. Wer das noch ergänzen will, kann das gerne machen. Ansonsten ist die WG einfach irgendwo. Dann spielt das auch nicht so eine Rolle, wie das so mit Fictional Positioning so mal ist, nun mal. Genau, bei Play By können wir uns alle drauf werfen und uns irgendwo eintragen und sagen, ja, die Rolle, die möchte ich gerne dann verkörpern. Das liegt ganz bei uns. Und da geben wir uns jetzt mal noch 4 Minuten bis 55. Und dann geht's los mit der ersten WG. Und wie gesagt, jede WG-Szene ist 5 Minuten. Wir würfeln das Thema aus. Das ist da drunter, wenn man nach unten scrollt, sieht man, gibt es 20 Scene-Prompts zur Auswahl. Man kann die, aber man muss nicht würfeln, man kann sich auch eine auswählen, wenn einem eine besonders gut gefällt. Schön ist natürlich, wenn wir irgendwie verschiedene Scene-Prompts haben, wobei bei den WGs ist wahrscheinlich jeder Prompt auch je WG komplett anders. Genau. Also, 5 Minuten, also bis 55 tragen wir uns wild irgendwo ein, wo man sagt, die Rolle möchte ich haben. Man kann nur in die eigene WG natürlich nicht, weil da muss man sich ja selber spielen. Sind ja immer diese 5 Leute plus man selber. Wir müssen uns aber nicht in jede eintragen. Achso, es geht ja auch gar nicht. Weil genau, das geht gar nicht. Ja. Moment, jetzt was? In wie viele soll ich mich eintragen? So viel, wie du Lust hast. First come, first serve. Wenn jemand am Ende das Gefühl hat, er ist in zu wenigen WGs drin, dann kann man ja nochmal gucken, dass man wieder rausgeht. Ah, okay. Zu schöne Figuren dabei. Ich will überall mitspielen. Wir können ja noch mal kurz vorher das abklären, wie die genau sind, die Charaktere, oder? Wenn die Rollen sind. Wenn es unbedingt nötig ist, also wenn jemand das Gefühl hat, das ist ihm wichtig, dann kann man das noch mal abklären. Aber eigentlich wollen wir tatsächlich die Szenen nacheinander spielen und dann sind sie so interpretiert, wie sie sind. Ach so, genau. Okay. Aber du kannst natürlich jetzt noch die Gelegenheit nutzen und auch noch die Charakterbeschreibung ergänzen. Diese Texte sind ja alle frei editierbar. Also wenn du in deiner Lieblings-WG hast, ich möchte da gerne, dass der aber so und so gespielt wird, dann ist das Textfeld ja der beste Ort eigentlich. Ja. Okay. Ich denke die ganze Zeit, ich kann mich doch nicht überall eintragen. Ja. Achso, tragen wir uns jetzt selber in die andere WG ein, oder? Ja, genau. Okay. Also du kannst dich zum Beispiel bei Sam irgendwo eintragen oder, keine Ahnung, wenn du bei irgendwem Gandalf cool findest, schreibst du dich da. Ah, okay. Ich habe nur gerade gemerkt, dass ich mich... Ah,
Okay. Und genau, wer denn auf den geteilten Bildschirm guckt, der sieht, wie ich hier am Excel-Hexen bin. Die Gelegenheit lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Und stelle fest, wer wie oft schon drin ist. Genau, Leo ist erst zweimal, sogar nur in einer bisher drin und alle anderen sind mindestens dreimal. Okay, ich habe mich nur einmal bisher eingetragen. Es müssen aber auch noch ein paar Felder voll werden. Weil du ja in deiner eigenen WG auch drin bist. Ah, okay, gut. Okay, ihr könnt mich irgendwo mit rausnehmen. Ich habe mich, glaube ich, bei 4 eingetragen. Aber wir müssen auch noch ein paar Felder voll kriegen. Genau, ja, also Leo, du kannst dich ja erstmal random irgendwo eintragen, wenn noch Platz ist. Genau, noch ist Platz. Wir alle auf gleich viel. Ja, also bei Bora, Britta, bei mir in der WG ist noch Platz. Ja. Ich bin bei Logan ist auch noch ein Platz frei. Bei Lena ist auch noch viel. Bei mir sind noch 2 Plätze frei. Genau. Also wir haben. Bei mir sind noch 3. Also bei Lena sind noch 3, genau. Die Bora ist erst in 3 Szenen drin. Das ist auch bei mir ist noch einer frei. Mal gucken. Wo ich noch. Ah, oh, bei Lena ist noch viel Platz. Oh yeah, geil. Ich ändere hier nochmal eine Person. Das ist aber die noch nicht besetzt ist. Also vielleicht findet gerne jemand anders sich dann nochmal sich dann nochmal wieder. Wie hießen die schwarzen Reiter noch? Genau. Ringgeister oder Ringgeister. Nazgul. Ich hab auch einen Ringgeist bei mir drin. Ach, sehr gut. Wo? In meiner WG ist auch ein Ringgeist, sage ich. Sehr schön. Ach so, aber der ist schon besetzt. Okay. Mein Gandalf übrigens, weil er noch leer ist, der müsste natürlich sagen, du kannst nicht vorbei, weil das ist ein gealterter Türsteher. Also. Das ist wunderschön. Und er ist sogar noch frei, also von dem her. Ja. Also Leo und Vibore, ihr habt beide bisher am wenigsten. Wie wäre es, wenn ihr euch einfach nochmal irgendwo eintragt? Ja. Echt? Ja. Ich habe euch doch in übelst vielen eingetragen. Nein, du bist erst bei 3. Aber es hat mich hier wieder jemand rausgenommen. Ich war hier Gollum. Hier. Ja, vielleicht, wenn man aus Versehen gleichzeitig einträgt. Aber du kannst ja mal gucken, dass du dir jetzt einfach nochmal... Aber ich habe mal meinen Merry geändert zum Oberringgeist. Oh. Oh, okay. Ich weiß nicht, wer Theodred ist. Niemand weiß, wer Theodred ist. Ach so. Er ist ja auch nie da. Er ist halt einfach schuld. Theodred ist der Sohn von dem König von Rohan, also der Sohn von Theoden, aber er stirbt. Er kommt nie vor. Direkt am Anfang. Aber wäre es ja dann nicht viel besser, wenn eben der Theodred wirklich blank bleibt? Ja, eigentlich schon. Ja, oder, das kann man gut machen, ja. Oder dass man irgendjemanden dann halt zufällig ganz zum Schluss halt, der dann reinkommt, sagt, nee, Theodred, was wollt ihr von mir? Warte mal. Oh, was? Ich, diese komische. So. Oder also, ich hätte eine Idee für Theodred, und zwar, dass Theodred, dass alle glauben, er ist Theodred, aber in Wirklichkeit ist er halt ein anderer. Und jeder sagt immer Theodred, und der, nein, ich bin Faramir. Bist du Theodred? Bist du Theodred? Okay. Aber ich kann auch frei bleiben, das ist beides gut. Aber wir hatten nämlich auch einen Ork. Wie heißen Lorenz ist, glaube ich, auch einer zu haben. Wie heißen diese starken Orks nochmal? Es gab doch so Ober-Orks. Urukai. Ich kann dir das auch reinschreiben, wenn du willst. Das sind keine Starken, das ist eine andere Klasse. Ich weiß, ich hatte auch mal einen Genetic Engineer. Könnt ihr Urukai... Ja. Also wir brauchen noch einen Gandalf-Türsteher bei Lorenz und einen Urukai bei Gerrit. Ja. Also Tatjana und Lorenz haben nur 4, dann können die sich ja noch wo eintragen. Ja, ich kann mich schwer bei mir selber eintragen. Dann kann mich da auch nicht doppelt eintragen. Tatjana ist so. Okay, dann Jesko, Vibora.
Ja, ich kann drüber gehen, ist kein Problem. Weißt du was, ich mache einfach Folgendes. Ich trage mich da bei Lena auch noch als Theodred ein und in Wirklichkeit, nein, das ist blöd. Da dachte ich gerade zu. Bei wem ist noch ein Platz frei, außer bei Lorenz, weil da bin ich schon. Bei mir ist noch ein Theodred frei, der eventuell da ist, vielleicht auch nicht. Also er kann ja auch einmal da sein, das ist ja okay. Ja, dann mach ich mal den Gandalf. Oder er kommt und alle sind so, was? Wir dachten, du lebst gar nicht mehr. Geil. Willst du das machen, Tatjana? Du hast ja nur 4. Tatjana ist gerade bei mir. Tatjana hat schon 5. Ich bin der Einzige, der 4 hat. Ah, Lorenz kann nicht doppelt da rein, ne? Lorenz, willst du den Uruk-hai machen in der ersten Szene? Dann gehe ich den Theodred. Nein, das passt irgendwie gar nicht. Nein. Ja, das passt schon. Habe ich halt nur 4. Mein Gott. Genau, ja. Tatjana, du bleibst mein Uruk-hai. Okay. Gut. Oh, super, wir haben einen Gandalf. Sehr schön. Wir werden sehen. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Okay, wir sind komplett. Es ist genau 13 Uhr. Seid ihr bereit, eine erste Szene zu spielen? Wird der Prompt, wird der vorher für alle einmal gesagt? Genau. Ich würfel den aus und sage den. Wenn jemand sagt, ich habe meinen Prompt schon, hier ist noch Platz, da kann man auch den eigentlich reinschreiben oder kopieren. Also wenn ihr sagt, ihn möchte ich haben, den Prompt, dann schreibt den rein oder sagt den mir. Ansonsten würfel ich den. Okay? Darf ich mir wünschen, bei meiner Szene, falls jemand anderes da einen Prompt hat, wo er sagt, oh, den würde ich voll gerne spielen oder sehen, dann darf er den da gerne reinschreiben. Genau. Muss aber nicht, sonst wird auch gewürfelt. Müssen wir den jetzt schon haben oder können wir da noch ein bisschen überlegen? Ihr könnt noch lange überlegen, bis eure Szene okay, cool. Zwei viel würfelst du halt. Also ich habe schon einen Prompt für mich gefunden, der so passt. Genau. Tragt ihn einfach ein und dann, ich würfel jetzt aber erstmal einen Prompt für mich. Und wenn der dann schon vergeben ist, werde ich sehen. Dann muss ich normal würfeln. Was ist das dann? Ich würde The Rowdiest Roommate's Minor Injury unites the roommates after a minor conflict. Also, ein bisschen Welche Zahl ist das? Das ist Nummer 11. Ah, okay, danke schön. Ein bisschen rabiater Zimmergenossin hat eine kleine Verletzung und das sorgt dafür, dass alle zusammenkommen, nachdem es vorher einen kleinen Streit gegeben hat. Also, eine kleine Verletzung sorgt dafür, dass wir aus dem Streit rauskommen. Und ich würde sagen, wir fangen in dieser Szene an mit dem Streit. Und natürlich, worüber streiten wir uns? Walnuss-Honig-Joghurt ist schon wieder alle. Können wir für die Szenen immer unseren Namen ändern? Weil das so viele Szenen mit so vielen Leuten sind, dass ich sonst, glaube ich, übelst nicht weiß, wer überhaupt in der Szene ist und wie ich den ansprechen soll. Das finde ich gut. Genau. Wie macht man das denn hier in Zoom? Du klickst oben in der Teilnehmerliste auf deinen Namen und da kannst du dann mehr anklicken. Ja, einfach auf dein Fenster, warte mal. Du kannst auf dein eigenes Video klicken. Ja, und dann rechtsklicken und dann kannst du umbenennen. Genau. 3 kleine blaue Punkte und dann steht da umbenennen. Ah, umbenennen. Siehst du, ich habe es einfach nur übersehen. Okay. Wir spielen jetzt die Szene von Gerrit, richtig? Genau. Und es gibt den Rowdiest. Also. Können wir nochmal kurz sagen, wer alles in der Szene ist und wo die Wohnung ist, wenn das vorgegeben ist? Gerne. Also wir sind, du hast keinen Zugriff auf das Spreadsheet, oder? Doch, aber. Ah, du wechselst nicht so gerne dahin, ja. Aber ich komme höchst durcheinander, wenn ich da hinkommen muss und ich finde, ja. Beziehungsweise klar, es macht für mein Hirn mehr Sinn, wenn wir das machen, wenn ich die Leute angucken kann, während ich die Informationen kriege. Also, wir wohnen in Helmsklamm. Es ist eine super schöne Aussicht. Damit stand in der WG-Beschreibung auch extra drin. Also schönste Aussicht von ganz Mittelerde. Und da ist Galadriel wohnt mit mir da drin. Und da ist Gollum und dann ist Grima Schlangenzunge dort. Dann ist Theoden da in seinem Sessel. Und dann ist der Uruk-hai, der Wrestler, dort. Okay. Wir wohnen zusammen und genau, wir streiten uns gerade, weil es gibt einen ernsten Konflikt, nämlich die Galadriels Honig
Nussjoghurt, Bio, ist alle, so ein 500-Gramm-Becher und der ist komplett weg. Und darüber streiten wir uns und dann verletzt sich einer von euch. Und dann tragen wir uns schnell wieder und kümmern uns um die Verletzung. Ja, das ist unsere Szene. Wir haben genau 5 Minuten, das heißt, es geht bis 9 nach und ich beende die Szene mit einem Klatsch. Theoden ist mein König, oder? Ja, aber wer bist denn du? Bist du Grima? Ich bin Schlangenzunge. Schlangenzunge, ja. Ja, du versuchst aber die ganze Zeit, mich so richtig zu manipulieren. Ja, und das ja. klappt auch. Ja, okay. Ja. Oh. Ich weiß auch nicht, also ich war es nicht mit dem Joghurt. Ich habe den Joghurt, also bitte Galadriel, glaubst du nicht wirklich? Gegessen, ja? Und was ist mit dir, Uwe? Hast du meinen Honignuss-Bio-Joghurt aufgegessen? Gerrit, warum hast du jetzt von dir aus gesagt, dass du das nicht warst? Das ist schon verdächtig, Schlangenzunge? Gerrit. Schlangenzunge? Das glaubst du doch nicht wirklich, dass du mit der Nummer wieder durchkommst. Och Mann, den Trick hast du 1000 Mal schon benutzt. Das ist Schlangenzunge, hast du mal keine Tricks gegessen? Darf ich da mal durch? Ich muss da mal putzen. Du warst Gollum. Kannst du nicht später Joghurt putzen? Mach doch erst nicht. Das Bad fertig. Nee. Wo gehört der Joghurt hin? Gollum! Oh! Mein lieber Gollum! Oh. Da ist ja noch welcher! Der ist für mich. Ich kann dir das ewige Leben schenken. Komm, du musst mich nur anbeten. Gib mir meinen Joghurt. Mein König, der hat ihn geklaut. Und du den nicht geben darfst. Aber ruhig, alle mal ruhig. Hier, da steht es. Du hast den Joghurt geklaut, Gollum. Ich putze hier nur. Ich verbanne dich aus dieser WG. Theodin. Oh Gott. Ich bin schon wieder. Ich bin dieser WG und dein Wort bedeutet. Leute. Gollum wird hier bleiben. So ist das gut, mein König. Es ist richtig so. Ihr habt das Richtige getan. Ich will aber, dass mein Freund hier einzieht. Oh, nein, Lukai, wir haben das schon diskutiert. Nein! Oh. Der Joghurt war für uns! Mein König! Urukrak macht Stress. Er will. Du sollst ein Königsmark. Lass das! Er ist schon lange ein Dorn im Auge, mein König. Nicht abgestimmt. Es geht um den Joghurt von Frau Galadriel. Du sollst keinen Stress machen. Wo ist der Gollum? Aber ich sag euch, wir müssen uns wegen dieses Joghurts nicht streiten. Denn wisst ihr, ich hab heute Morgen so schlimme Bauchschmerzen bekommen und ich weiß nicht, wo die herkommen. Und es war nicht der Joghurt, weil der war ja weg. Und können wir irgendjemand mal auf meine Bauchschmerzen eingehen? Jemand wollte euch vergiften, mein König. Ich habe es gesehen. Gerrit hat heute Morgen das Brot genommen, das für euch bestimmt war. Gerrit, hast du heute Morgen das Brot genommen? Ja. Vielleicht. Entschuldigung, hab nur meinen Putzeimer. Vielleicht vergessen. War es das Brot. Gollum. Irgendwer wollte mich vergiften. Warum ist Gollum jetzt schon wieder gegangen? Das Brot wollte ich, das habe ich ein halbes Jahr aufbewahrt. Damit wir das am Geburtstag von meinem anderen Freund essen können. Und du hast das aufgegessen, kein Wunder, dass du jetzt Bauchschmerzen hast. Er hat das Brot aufbewahrt, bis es schlecht geworden ist. Mein Bauch tut weh. Urukrak, sei nicht Theodin. Traurig um dein Brot. Er sollte ab sofort alle Putzaufgaben hier in dieser WG übernehmen. Nein, Gollum ist die Putzkraft. Gollum, wir brauchen Gollum wieder. Er muss putzen. Gollum ist so lieb. Könnt ihr den werten Gerrit von seinen Schmerzen befreien? Ja, danke, Theoden. Gerrit, hier, nimm etwas von meinem wundervollen Waldblütentee des ewigen Lebens, dann wird es dir wieder besser gehen. Oh, danke schön. Aber wisst ihr was? Ich möchte den mit euch allen teilen. Das sind heldenhafte Worte. Ja, dann ich hab euch alle etwas alle lieb. Von meinem Tee. Hier, Theodin. Vielen Dank. Hier, Uro. Und dann ist die Szene zu Ende. Vielen Dank für ein bisschen Tee am Ende. Ja. Ein Waldblütentee. Vielen Dank. Und jetzt genießen wir gemeinsam die Aussicht über Helmsklamm. Okay.
Und kommt Gollum vom Putzen noch zurück? Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Der ist im Bad verschwunden. Der hat wahrscheinlich zu tun. Vibora. Wir haben ihn aber nicht geblockt, oder? Nee, wir brauchen ihn auch in der nächsten Szene nicht. Also das klingt böse, aber... Ich glaube, er hatte Probleme mit seinem Internet oder musste irgendwo hin oder so. Nee, das war wahrscheinlich was los. Er muss gerade sich wahrscheinlich um unseren Dings kümmern. Wenn nämlich seine Schicht wäre. Achso, er ist noch da, okay. Das ist auch gut so. Das war Absicht. Ihr habt die Szene gerade beendet. Ja, genau. Ja. Ah, okay, alles klar, das hatte ich nicht gecheckt. Ganz kurz. Oh Gollum, wir haben dich lieb. Also, ich finde es toll, dass du immer so schön guckst. Vibora, wo sind wir? Was machen wir? Soll ich würfeln? Ihr seid in einer wir sind in einer so einer typischen Altstadt, Altbau, Studenten-WG in so einem hippen Studentenviertel, so gentrifiziert und so. Und wir sind, Lorenz ist dabei als Gandalf, der chillige Althippie. Britta ist dabei als ein Ringgeist, das ist so ein Goth, der so einen riesigen Hund einfach hat. Saruman ist dabei, das ist so ein reicher Hipster, einfach mit so einem super stylischen langen Bart. Dann haben wir Lena dabei als Frodo, den gestressten Studenten mit Prüfungsangst. Und Leo als Sam, die soziale, herzliche Person der WG. Soll ich den Prompt würfeln? Oder? Ja. Das ist die 10. A disagreement about volume allows tender feelings to emerge. Also, es ist zu laut in der WG. Aber tender feelings. Nennen alle noch gerade ihren Namen? Mhm. Ja. Danke. So, für die ganz Dummen, was ist denn tender feelings? Was stelle ich mir darunter vor? Das sind Emotionen. Emotionen. Ich habe Emotionen. Es geht dir nicht so gut damit. Mhm. Okay, sind alle bereit? Dann bis 17 nach. Also, ich rufe dieses WG-Plenum, weil sich gewisse Leute in der WG beschwert haben, dass es zu laut ist und dass sie nicht die Ruhe haben, um richtig für die Prüfung lernen zu können. Genau, ich schreibe nächste Woche, ich muss bis nächste Woche das ganze Buch auswendig lernen. Verdammt, das kann ich nicht, wenn immer so laute Musik an ist. Also ja, ich ist höre meine Musik immer mit Kopfhörern, weil, das wisst ihr auch, der Sauron, der verkriecht sich sonst unterm Tisch. Und das wisst ihr. Ja, ich würde sagen, der Frodo, der hat ganz schön viel aufbekommen von seinem Profs. Also wirklich noch mehr als die anderen. Das ist wirklich schwer. Chillt's einmal, bitte. Ich weiß nicht. Lasst's meinen Gaber in Ruhe. Ich höre meinen Gaber, wann ich möchte. Und wenn das 4 Uhr in der Früh ist, dann höre ich auch um 4 Uhr in der Früh meinen Gaber. Dann hör deinen Gaber mit Kopfhörern, so wie wir alle. Nein, auch. Ich höre meine Sachen nicht mit Kopfhörern. Weißt du wieso? Ich habe Ohrenschäden. Woodstock 1968. Da wart ihr alle noch nicht einmal. Na gut, Saruman, du schon. Aber alle anderen von euch, was habt ihr 68 gemacht? Gandalf, wir wissen ja, dass du in deinem Leben nichts mehr erreichen möchtest. Aber andere Leute wollen ja einen Abschluss schaffen, in Ordnung? Frodo, spring jetzt nicht in den Vulkan. Das hatten wir schon. Das hat nichts gebracht. Hey, das hier sind sensitive Themen. Ja, das spricht man nicht so einfach an. Ihr wisst doch, im Team lassen wir alle ausreden. Ich glaube, Saruman möchte ihr auch... Immer mit eurem, ihr Sache ihr mit nein, ihr so, Saruman ihr mit eurer ihr Post-Culture, bla, bla. Ich meine, mein Gott, ist doch vollkommen wurscht. Mein Gott. Mein Sauron braucht seine Ruhe. Ihr wisst alle, wie empfindlich Hundeohren sind. Ja, das stimmt. Mein Sauron ist taub. Euch, es gibt von Bose so ein neues Modell mit Noise-Cancellation-Kopfhörer. Wenn wir uns die alle besorgen. Ist die ich gerade anhabe. Aber willst du was wissen? Ne? Ich benutze sie nicht. Ja, hier. Ah, krass. Okay. Die hast du mir nämlich zum Geburtstag geschenkt. Danke übrigens dafür. Ich habe gerade die richtige Seite aufgeschlagen. Geschenk. Und hier steht drin,
Das, ab 10 Uhr steht auch in unserem Mietvertrag Lautstärke bis zum nächsten Morgen um 7 nicht erlaubt. Ja, aber schau dir bitte die Klausel noch einmal genau an, was für 10 Uhr gemerkt ist. Das ist nämlich nicht mitteleuropäische Sommerzeit, sondern japanische Zeit. Du hast doch schon mehr WG-Erfahrung als die meisten von uns, oder? Ich glaube, es ist Mittelerde-Sommerzeit. Wie wird das da geregelt, Vibora? Ha? Wie wurde das denn in anderen WGs geregelt? Du machst doch so viele WG-Erfahrungen. Wir einfach ab und einigen uns auf eine Zeit, wo man laut Musik hören kann und danach muss man die so laut hören, dass man die in den anderen Zimmern nicht hören kann. Ganz einfach. Du kannst doch auch dann anders deine Musik hören, Gandalf. Ja, Gandalf, weil der Frodo, der muss echt arbeiten. Wir brauchen alle unseren Schlaf. Und der Hund, der ist voll empfindlich. Da hat er recht, mein Sauron ist ein wirklich empfindlicher Hund. Dein Sauron ist taub. Was wäre denn, Frodo, wann wäre es denn für dich in Ordnung, wenn die Musik ein bisschen lauter gehört wird? Also ich habe ja meinen Lernplan aufgestellt, damit ich die Klausuren auch nächstes Semester wirklich schaffe. Ich habe nur noch 4 Monate zum Vorbereiten und ich muss auf jeden Fall, wenn ich dann mittags um 2 aus der Uni komme, muss ich von 2 bis 18 Uhr lernen, dann Abendessen und dann nochmal von 19 Uhr bis 23 Uhr lernen, dann muss ich auch schlafen. Also das ist insgesamt, der kann Musik hören, wenn ich in der Uni bin. Ja. Glaubst also du wirklich, dass ich nämlich ein weiter beschwerlicher Weg, den Frodo da hat? Ich stehe um 3 nachmittags auf. Das werde ich werde jetzt nicht früher aufstehen, nur damit du lernen kannst. Bis 2 Uhr kannst du auch gut. Frodo, wann stehst du mal auf? Ich stehe morgens auf um 6, dann lerne ich eine Stunde und um 7 verlasse ich das Haus. Gandalf, ja, gut. Gandalf, du kannst ab morgens um 6, da bist du, du schläfst doch noch nicht. Du gehst doch so um 9 gut, morgens. Gut, machen wir dann, wir können folgende Änderung. Ich werde meine Musik leiser hören, aber dafür nimmt mir Frodo nicht dauernd mein Essen, dass ich um 4 in der Früh, wenn ich dann mit schon komplett einem Hungerflash habe, ist plötzlich kein Essen mehr da, weil der liebe Frodo 5 Mahlzeiten am Tag braucht. 5! So, ich glaube, der mal. Unser Ringgeist ist wieder eingefroren. Oh Gott. Was? Oh nein. Ihr sollt euch alle nicht so aufregen. Ja. Mein Hund genau. Braucht chill einmal. Und Gandalf. Der Frodo braucht seine Lernzeit und der Gandalf braucht seine Musik. Das alle, klingt gut, ja. Alle sollen hier ihre Berechtigung finden. Okay. Gandalf, du hast so... Hat irgendwie auf die Uhr geguckt? Ich dachte, du machst das Gerät. Ich mach das, genau. Wir haben jetzt gerade Schluss, genau. Ach so, okay. Perfekt. 5 Minuten rum. Eine Runde. Ja, yeah. Sehr schön. Kommen wir zu Britta's WG. Oh je. Oh yeah. Wo sind wir und darf ich einen Prompt würfeln oder möchtest du dir einen ausgeben? Du darfst es gerne würfeln. Bis dir einer kommt, der dir gefällt. Und wir befinden uns in einer WG im Auenland, in dem alles sehr, sehr schön ist. Wir haben so grüne Hügel draußen und nettes großes Haus, in dem wir auch alle wohnen können. Der Einzige, dem das nicht so gut gefällt, ist Saruman. Der würde nämlich lieber in der Großstadt wohnen und das ist ein bisschen hier auf dem Dorf. Aber in der Stadt gab es leider keine Wohnung mehr. Und alle anderen sind zufrieden, deswegen. Ja, mir ist es ein bisschen zu hell. Das auch, ja. Okay, wir haben eine 3. Roommates share incompatible concepts of alone time. Okay. Also wir kommen nicht damit klar, dass wir auch mal alleine sein wollen. Sehr inkompatibel, ja. Also... Irgendwer würde sie gerne mehr Zeit alleine und die anderen geben den dauernd auf den Sack und wollen immer zu was mit dem machen oder andersrum. Ja, genau. Genau, okay, dann haben wir bis 24 Zeit. Wartet, ich muss nur meinen Namen ändern. Wollen wir einmal kurz ausmachen, wer was macht oder machen wir spontan? Das geht spontan, oder? Wollen wir versuchen, uns mehr ausreden zu lassen, weil wir gerade bei den anderen 10 die ganze Zeit durcheinander gelabert haben? Mhm. Dass man vielleicht, wenn man was gesagt hat, danach einfach kurz Pause macht und guckt, wer was sagen will.
Ja, ich würde sogar sagen, am besten bietet sich an, dass der Mensch oder die echte Person das ein bisschen moderiert. Okay. Bist du fertig, Vibora? Ja, du kannst anfangen. Achso, okay. Also, Leute, so wie das in letzter Zeit war, so geht es jetzt echt nicht mehr so weiter. Wenn der Elrond arbeitet, dann müsst ihr ihn bitte auch in Ruhe lassen, weil jeder hier hat halt ne, seinen Job und ihr anderen habt es ja auch alle. Ich verstehe voll, dass ihr gerne zusammen was machen wollt und ich möchte auch unbedingt mit euch allen gerne was zusammen machen und ich glaube, das geht uns allen auch so, aber manchmal müssen wir eben auch darauf achten, dass wir jeder von uns auch mal Zeit alleine brauchen. Oh Mann, aber Elrond, du machst nie mehr was mit uns. Du bist immer nur am Arbeiten. Ich habe das Gefühl, du hast mich gar nicht mehr lieb, ey. Pippin, ich brauche jetzt Ruhe. Ich habe eine wichtige Aufgabe während der Arbeit. Und die Deadline ist schon in 200 Jahren. Elrond, ich muss mich jetzt echt beeilen. Du bist wie alle anderen Männer. Immer braucht ihr Zeit für euch alleine und Ruhe. Und Zeit für mich ist da keine mehr da. Ich verstehe das schon. Ich bin der Freund dafür. Eowyn, du bist jetzt alt genug, dass du auch mal ein bisschen Zeit für dich verbringen kannst. Aber Elrond, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich ein neues Küchengerät anschaue, letzte Woche der Mixer, da muss ich doch alle fragen, ob das Modell in Ordnung ist. Das eine hatte halt 1500 Umdrehungen, das andere 1055 Umdrehungen in der Minute. Und das ist wichtig, weil der Smoothie nicht derselbe ist. Und da müssen alle zustimmen. Und ich muss das ja auch irgendwann mal bestellen. Ich mache hier Sammelbestellungen, ja? Das stimmt schon, dass der Smoothie nicht... Also mein Ex-Freund, mein letzter, ihr wisst noch, der mich so richtig schmerzhaft verlassen hat, der hatte diesen anderen Smoothie-Maker. Und es hat echt nicht geschmeckt. Der gute Theodret. Ja, wir müssen, also solche Sachen, die sind schon wichtig, Saruman. Das glaube ich auch und bestimmt. Vielleicht kannst du das die Bestellung, vielleicht kannst du das nächste Mal machen, wenn wir sowieso ein WG-Treffen haben. Wir haben ja immer WG-Treffen abends. Ja, aber jemand hat ja immer keine Zeit. Oder braucht gerade Ruhe oder möchte gerade alleine sein. Keine Ahnung, wofür leben wir denn in einer WG? Ich habe auch weil die Miete billiger das ist. Gefühl, den explosiven, der kleinere konnten wir auch noch nicht testen. Gott sei Dank. Man kann nicht mehr auf euch zählen, wenn man mal Hilfe braucht. Ich habe neulich meine Switch in diesen Kellerschacht geworfen und ich kriege die da einfach nicht mehr raus. Ich bräuchte echt mal eure Unterstützung dabei. Bei mir steht im Mietvertrag erstens, dass ich niemandem helfe und zweitens, dass ich neue Jalousien brauche. Jetzt wollen alle Leute, dass sie mir helfen und andererseits neue Jalousien habe ich trotzdem nicht. Ich bin sehr lichtempfindlich, das wisst ihr. Leute, ich habe mich vor 3 Monaten getrennt und abends ist, wenn ich dann nochmal abends weinend im Bett liege, dann ist nie jemand da, um mich zu unterstützen. Ich habe mir wirklich mehr von euch erhofft. Ich habe dir schon öfters angeboten, dass wir uns treffen können und du hast jedes Mal abgesagt. Ich weiß nicht, wieso. Ich meinte jetzt auch mehr den Rest. Eowyn, das denke ich mir. Schmerz geht vorbei. Er braucht nur seine Zeit. Och, Elrond, jetzt hör doch mal auf, zu Geschwurbel zu reden. Das hält ja keiner aus. Das stimmt, da gebe ich ihm vollkommen recht. Entschuldigung. Leute, wir müssen uns alle ein bisschen beruhigen. Ich glaube, wir sollten mehr versuchen, aufeinander zu achten. Also, wir sollten versuchen, beides zu respektieren, nämlich wenn die Leute mal Zeit alleine brauchen, aber auch wenn die Leute mal jemanden brauchen, der für sie da ist. Ich glaube, das müssen wir beides respektieren. Sonst wird es schwierig, so das Zusammenleben. Ne? Ich gebe Britta vollkommen recht, vor allem mit dem, dass wir alle runterkommen sollen. Wie ihr seht, ich koche gerade und das gefällt mir gar nicht. Vielleicht sollten wir mal zusammen einen WG-Urlaub machen, wo wir alle Zeit haben, uns nochmal miteinander als Gruppe auseinanderzusetzen. Meine Eltern haben gerade Orthang renoviert und wir könnten da garantiert eine Woche einziehen. Oh, das ist zu hell. Das klingt nach einer echt guten Idee. Diesen wahnsinnigen Ausblick.
Das klingt nach einer super Idee. Wenn alle da dabei wären, dann wäre das echt schön. Ja. Das klingt tatsächlich nach einem wahnsinnigen Ausblick. Ich hab gehört, da gibt es auch echt gute Internetverbindung. Mhm. Ja, das heißt, wenn man dann mal kurz Pause braucht, dann kann man trotzdem ja seine Sachen machen, wenn es irgendwie was echt Wichtiges gibt. Darf ich meinen neuen Freund mitnehmen? Wer ist dein neuer Freund? Ja, auf jeden Fall. Na gut. Ist das Eowyn? Ist das etwa dieser Aragorn? Cut. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, ihr wart so super. Ja. ihr wart großartig, alle. Swing. Die Deadline ist in 200 Jahren. Leo war ein großartiger Elrond. Leo sieht vor allen Dingen einfach aus wie Elrond. Ja. Ja. Wir kommen zu Jeskus WG. Oh, spiele ich damit? Ja. Und ja. Oh, ich bin. Können wir da einfach einen würfeln? Ja, gerne. Ich hätte gerade meinen Namen. Ich würfel einen Würfel. Außer jemand sagt, der möchte seinen haben. Also da gehe ich ganz mit Tatjana so. Wenn jemand sagt, den möchte ich drin haben. Okay, das wird sehr, sehr schön. Das sind The roommates decide they want to be workout buddies. Es wird Zeit, über Fit zu lernen. Nice. Großartig. Jesko, wo sind wir? Ja, wir wohnen in so... Kannst du jetzt mal dein Mikro anders? Besser? Ja, viel. Okay, ihr hört mich? Fängt schon wieder an hier mit den technischen Problemen. Ihr hört mich? Bisschen. Ja. Bisschen, ja. Ich kriege mal ganz fix unter den Tisch vielleicht. Also ich bin Golem, also ich müsste unter den Tisch kriechen. Ja, Jesko wohnt wahrscheinlich nur zur Probe da und hofft, dass Golem rausgeschmissen wird. Noch besser? Test? Test. Genauso wie eben. Ja, ist okay. Okay, aber geht das oder ist das gar nicht? Ja, wir akzeptieren. Das geht. Okay, großartig. Kann auch sein, dass meine Internetverbindung gerade ein bisschen schwierig ist. Ja. Okay, du klatscht weiterhin, Gerrit? Ja, genau. Ich halte die großartig. Zeit im Blick. Alles klar. Wo sind wir, Jesko? Ja, dann nochmal. So, lass mich kurz drauf gucken. Genau, wir sind in einem hippen Vorort von Minas Tirith. Wir wollten alle an diese eine Uni und das gab es halt nur da. Die Miete ist ein bisschen teuer, aber irgendwie klappt das schon. Die Bude ist halt auch ein bisschen kleiner. Ziemlich runtergekommen und trotzdem so teuer wie eine 5-Sterne-Villa. Klassische Großstadt eben. Ne? Beziehungsweise ganz rein ging jetzt nicht, da ist die Wohnungsknappheit so groß, deswegen musste es der Vorort sein, aber man hat eine gute Verbindung an die Straßenbahn. Man kann auch alles mit dem Fahrrad erreichen. Kurz vor Minas Tirith ist halt so der Angel- und Knotenpunkt. Ich rauche zu viel, Entschuldigung. Mein Arzt hat mir gesagt, dass man mehr Sport tun soll. Und ich habe gehört, Jesko, dass du irgendwie mal im Fitnessstudio angemeldet warst. War ich angemeldet, ganz klassisch. War dann zweimal da und seitdem zahle ich es. Eigentlich könnte ich auch hingehen, aber mir fehlt da total die Motivation. Also mal ganz kurz, ich möchte nicht stören, aber hat jemand unseren dritten Esslöffel gesehen? Also den mit der anderen Rundung? Hey, Schatz. Oh, guck. Nee, hab ich nicht, aber ich habe. Guck den raus, den Esslöffel. Ich habe. Schmiergold möchte diesen Esslöffel haben. Schmiergold möchte das haben. Ich habe ein neues Smartphone. Schatz, Gollum nicht. Nein. Sauron, was hast du? Hast du den Esslöffel gesehen? Nein, ich habe nicht den Esslöffel gesehen, aber ich wollte euch sagen, weil es ja um den Sport ging, dass ich eine neue Smartwatch habe. Ja. Und so ein Fitnessarmband habe ich außerdem auch. Die sind super gut, damit kann man nämlich seine Heartrate und alles überprüfen. Und dann sagt es dir, wenn du nicht genug Sport gemacht hast, und dann ermuntert es dich und es zählt deine Schritte, wenn du joggen gehst. Und sowas solltet ihr unbedingt alle benutzen. Das hilft nämlich echt, um mehr Sport zu machen. Und das kann man super mit der Technik verbinden. Außerdem kann man das auch mit unserer neuen Alexa hier in der Wohnung koordinieren.
Das kann ihr nicht in die Küche. Das ist ungesund. Und dann kriegt ihr Erinnerungen, wenn ihr Sport machen solltet. Das ist bestimmt echt super für dich, Gandalf. Ja, das ist ungesund. Ja, Gandalf muss vielleicht mal mit ganz leichten Joggen anfangen, ohne jetzt zu nahe zu treten. Aber also, wo wir gerade schon mal beim Thema sind, wir müssen echt nur über die Webcam auf dem Klo reden. Ich finde das nicht in Ordnung. Mergol macht Cardio, Gollum macht Hardgainings, Gergol macht Cardio. Gollum, gute Sache, ich mache mit gerne. Die Webcam auf dem Klo ist ja nur, damit man die generellen Klozeiten prüfen kann, damit das alles auch fair zugeht. Ich habe eine Palme vor die Kamera gestellt. Die habe ich vom Balkon einfach ins Bad geschoben, sodass die Kamera jetzt aufnehmen sollte in der Toilette. Ich habe jetzt das ist doch ein super Kompromiss. Ich meine, wir haben ja hier auch die klare Liste mit den Klozeiten und da brauchen wir, finde ich, jetzt auch keine Webcam. Ich meine, wir haben ja auch diese Küche Hobbits übertreten immer. Und mir ist wieder aufgefallen, Sauron, dass du mal wieder nicht geputzt hast. Du hast lieber einen Putzroboter am Waschbecken installiert, der natürlich nicht funktioniert. Ja, aber wir haben ja von Anfang an gesagt, wir sind barrierefrei. Wir nehmen, also ne, wir akzeptieren jeden so, wie er ist. Und Saurons Auge hat halt nun mal keine Arme. Das war uns vorher allen klar. Also da muss ich Sauron jetzt schon ein bisschen Schutz geben. Und der Putzroboter ist nun mal einfach meine beste Lösung. Ich versuche ja, meinen Teil zu tun für die WG. Also ich gehe auf jeden Fall Cardio-Training mit Gollum klingt gut. Jesko, machst du mit? Schmergoll, ja, Gollum ist Hardgainer. Gollum ist Hardgainer. Wenn ihr euch auch im Fitnessstudio anmelden wollt, vielleicht gehen wir wirklich mal zusammen hin, wenn wir alle so eine Grundfitness haben. So, ich müsste mir aber auch noch eine neue Sporthose kaufen. Meine jetzige hängt in Fetzen, damit kannst du dich halt echt nicht raustrauen. Ne? Aber wenn Sam unser Fitnesstrainer wird, dann werden wir Jesko täglich trainieren. Der sorgt dafür. Es gibt mittlerweile tatsächlich auch so Jogginganzüge mit so integrierten MP3-Playern. Oh. Da kannst du dann Musik hören, während du Sport machst. Das ist total spannend. Leute, ich habe auch gerade mal so einen Essensplan für einen spontan aufgestellt. Findet in der WG-App mit mehr Protein drin, damit das ganze Sportmachen auch was bringt. Genau, Gandalf, ich habe jetzt deine ganze Ration mal ein bisschen umgestellt. Für dich koche ich jetzt einfach nichts mehr hier mit deinem komischen Fettzeug mit, du kriegst jetzt nur noch Low-Carb-Protein. Legolas hat mir gesagt, dass ich das alles mit pflanzlicher Nahrung abdecken kann. Ich finde das total super, Sam, dass du die Technologie so benutzt. Das freut mich wirklich, dass das endlich nur für die Organisation. Keine Webcams in meiner Küche. Gollum hat keine Fischköpfe mehr. Wenn du das eh schon so im Blick hast mit spezieller Ernährung, dann können wir auch alle gleichzeitig mit dem Sport noch unsere Ernährung umstellen. Und Legolas baut das alles im Wald, auf dem Balkon an. Legolas, dann schicke ich dir auch mal schnell die Pflanzen, die wir dann brauchen. Ne? Ja, das ist eine gute Idee. Ich kann gerne noch ein Beet frei machen, beziehungsweise zusätzlich installieren. Ich meine, wir haben zwar keine Aussicht mehr, aber dafür können uns die Nachbarn auch nicht mehr dabei zuschauen, wenn wir in der Wohnung Workouts machen. Aber dann können wir eine automatische Sprinkleranlage installieren. Damit du hast doch schon die Live-Schaltung auf YouTube, Mensch. Ja, aber halt doch langsam mal. Dann können wir alle sehr kümmern um das ganze Blumengießen. Ich glaube, der arme Legolas hatte auch ganz schön viel zu tun mit. Und ich glaube, das würde ihm sicher die Arbeit erleichtern. Gollum, deine Fischköpfe, mal darauf zurückzukommen, die habe ich komplett vom Plan gestrichen. Die haben immer den Kühlschrank voll gestunken, das reicht mir einfach. Und solange mein Esslöffel weg ist, bekomme ich keine Fische mehr. Den Esslöffel, den habe ich ausgeliehen, den bringe ich dir nachher zurück. Esko, ist das dein Ernst? Ich habe dir gesagt, welchen Esslöffel du ausleihen darfst und es war nicht dieser. Ja, aber meiner war benutzt. Ich glaube, da war Gollum dran. Gollum, Sam hat auch hier. Und du darfst dich nicht so gegen Sam zu beleidigen, wenn der auch hier wohnt. Diese Hobbits. Sehr schön. Gut. Vielen Dank. Das war großartig. Ja, ihr wart so toll. Ihr wart so toll. Super. Es tut mir echt leid, dass ich keine Arme habe. Das ist deine Palme vorgestellt. Ging das mit meinem Audio? Ja. Ja, das ging gut. Ja. Ich glaube, ich bin euch wieder relativ viel ins Wort gefallen, ne? Ach, es ging. Also, du wurdest mir plötzlich lauter. Das war gut. Okay. Ich hatte
Ich hatte noch gar nie vorher diese Parallelen zwischen Saurons Auge und digitaler Überwachung gesehen. Das ist cool. dieser Tolkien, der war wirklich ein Prophet. Ja. Ja. Wir sind in Lorenz' WG zu Gast. Der hat auch ganz spezielle Mitbewohner und der hat auch schon einen Prompt. Lorenz, wo sind wir denn? Wir sind auf einem Bahnhof im Land. Irgendwo. Und der nerdigste Mitbewohner möchte die anderen von Dungeons & Dragons überzeugen. Das bin dann ja wohl ich. Oh, oder ich. Geil. Gut. Okay. Auf dem Bauernhof, wie schön. Gut. Alle bereit? Ich habe leider kein Bart, es tut mir echt leid. Naja, nicht zwergenhaft genug. Alles klar, wir haben Zeit bis 40. Okay. Ich habe dir endlich von Amazon sind heute endlich meine ganzen Dungeons & Dragons Bücher gekommen. Wir können jetzt endlich Dungeons & Dragons nachspielen. Ist es nicht geil? Oh, Lorenz, muss das sein? Oh. Ja, total. Arwen, komm, was möchtest du für einen Charakter sein? Komm, sag's. Ich mach dir einen Charakter, ich schreibe dir einen. Lorenz. Schreib dir einen. Weiser, Lorenz, ich hab voll den Kater, ey. Oh. Ja. Ich kann dir gegen deinen Kater... pass auf, ich bringe dir Honigkuchen, die helfen super gut hier in den Kater. Tom Momadil, du bist der perfekte Paladin. Ich werde dich zu einem Paladin machen. Und wisst ihr was? Ich hab mir gedacht, hey, wir werden das total viel machen. Wir werden total viel Dungeons & Dragons spielen. Darum habe ich gleich Würfel für uns alle bestellt. Und zwar in eigenen Farben. Ich habe mir gedacht, hey, urcool. Wie wär's zum Beispiel? Lorenz, ich hatte dich gebeten, mehr auf dein Budget zu achten. Wir haben Elrond, wie wär's mit diesem tollen... Wir haben ganz strenge... Lass den Lorenz doch spielen. Ganz strenge Ausgaberegeln. Der Lorenz darf spielen und er darf so spielen, wie er will, sobald er seine WG-Pflichten erledigt hat. Und dazu gehört auch den Kuhstall ausmisten. Hey, Legolas, wie wär's? Türkiser Würfel. Hey, kommt, oder ihr lieben Gandalf. Leute, lasst uns doch mal spielen. Komm, bringt euch allen mit einen Honigkuchen und dann spielen wir zusammen mit Lorenz. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ich finde die Idee von Lorenz sehr gut, dass wir uns alle auf ein großes Abenteuer begeben in unseren Köpfen. Ja, das klingt nach einer sehr guten Idee, denn die Welt ist so groß. Und wo wird uns das denn hinführen? Wenn wir nicht mal was Normales machen, wie feiern gehen, ist echt peinlich. Gehen doch eh so oft feiern. Komm, Dungeons and Dragons. Können wir leise Dungeons and Dragons spielen? Ja. Nein, das geht doch nicht. Wie kann man leise Dungeons & Dragons spielen? Wir haben dafür den Stall ausgebaut. Schweigezauber, du kannst jetzt nicht mehr reden für die nächsten 3 Stunden. Warte. Arwen, wir hatten vereinbart, keine impulsive Zauberei mehr. Kritischer Misserfolg, tut mir leid. Funktioniert so nicht. Lorenz, du kannst doch nicht erst loslegen und danach erst die Regeln erklären. Ihr lieben Leute, lasst uns einfach in den Stall gehen und dort spielen. Da ist es dann auch genug Platz und alles ist ausgebaut. Also räumt Lorenz erst den Hühnerstall auf und dann spielen wir zusammen eine Runde von diesen Dungeons & Dragons. Das klingt eine super Idee. Das finde ich nicht okay. Ist das auch etwas für Gandalf? Ich finde, wir sollten uns alle zusammen auf dieses Abenteuer begeben. Arwen, du kommst an Dungeons & Dragons nicht vorbei. Du wirst mit uns mitmachen müssen. Das finde ich super. Also Gandalf, yay! Alle gemeinsam. Dass du in der WG bist. Meine lieben Freunde, es ist so schön, wenn wir alle zusammen etwas machen. Lass uns. Du könntest uns ein Lied vorspielen, Tom Bombadil. Aber vorher, bevor wir das Spiel spielen, ist es noch Zeit für die Hausarbeiten, die wir alle machen müssen. Das heißt, jeder muss seine Arbeit im Haus erledigt haben. Und danach ist die Zeit für Geschichten und für Spiele. Das ist gut. Lorenz, du bist von Hausarbeit heute ausgenommen. Du würfelst Charaktere für uns aus. Ausgezeichnet. Was für Figuren soll denn jeder spielen? Ja, Elrond, hättest du denn gerne? Ich kann mir vorstellen, du wärst ein perfekter Mönch. Schau! Oh, Mönch! Oh ja, was können die denn?
Ja, nichts, aber egal. Ich glaube, ein Mönch passt zu Elrond. Ich glaube auch, aber ja. Oder vielleicht einen Dragonborn. Kann ich auch eine Mönchin spielen? Oder eine Hexe? Ja, klar, Legolas, du kannst. Wobei, Legolas, zu dir würde doch ein Waldläufer passen. Moment. Ich möchte gerne auf jeden Fall ein Weißer werden. Das haben wir schon besprochen, das ist ziemlich rassistisch, aber okay. Ja, du kannst gerne einen Weißen spielen. Ja. Aber bitte sag dann nicht nur White Power. Mit. Nein, aber nein. Das gilt auch für dich. Was möchtest du denn sagen? Komm, ich war gerade auf einem 100 Jahre langen Rave. Ich muss mich jetzt echt erstmal ein bisschen ausruhen. Ich schlafe erstmal ein, zwei Jahre und dann können wir über diese Spielesache reden, okay? Ja. Alles braucht seine Zeit. Ja, aber der Tom ist leider nicht ganz so langlebig, oder? Kommt, lieber Arwen, ich bringe dir einen kleinen Trunk zur Aufmunterung und dann wird es dir auch sicher besser gehen. Und Honigkuchen? Und Honigkuchen. Nein, ich gucke gar nicht. Dann möchte ich gerne einen End spielen. Eine hervorragende Wahl. Vielen Dank. Das war der Besuch bei Lorenz in der WG. Sehr schön. Das ist total. Ich habe die ganze Zeit diese blöden Tom Bombadil-Gesänge im Kopf und ich kann die alle nur auf Englisch. Ja. Das ist völlig in Ordnung. So scheiße. Das Lena, verstehen wir doch auch alle. Wir sind bei dir zu Gast, Lena. Ja. Hast du einen Story, ein Prompt für uns? Oder? Nee, würfel mal. Ich würfel. Und die 11 hatten wir schon. Und das ist... wir haben Propose Conflicting Ideas for Fun Shared Activities. Okay, wundervoll. Genau, wir befinden uns in einem kleinen Häuschen am Stadtrand, wo wir leben. Das war so ein bisschen hin und her klamüsern, aber unser End wollte auf jeden Fall irgendwo wohnen, wo er mit dem Fahrrad überall hinkommt noch. Also nicht zu weit raus aus der Stadt. Und ja, von daher sind wir halt da gelandet, weil zu sehr in der Innenstadt ist ja halt auch überall Abgase und so. Und dann sind wir eben jetzt hier gelandet und wohnen jetzt hier gemeinsam. Wundervoll. Wunderbar. Gut, sind alle bereit? Name noch ändern? Ja. Also Moment, ich bin jetzt nur aus, weil ich ja Theodret bin. Ja, welche Zahl ist es? Das ist die 2. Die 2, okay, dann mache ich das schon mal. Hier. Wir sind gerade bei Lena drin, ne? Sorry, war kurz abgelenkt. Genau, ja. Ja, dann bin ich End. Hervorragend. Wunderbar. Thema nochmal, tut mir leid, ich muss mich ganz kurz ausklinken. Wir haben unterschiedliche konfliktbeladene Ideen für Aktivitäten, die wir gemeinsam durchführen wollen. Quasi. Okay, alles klar. Gut. Also Leute, es ist mal wieder Samstag und das heißt, es ist WG-Tag. Was machen wir heute? Kochen. Also ich hätte da ja eine Idee. Da hinten liegt nämlich eh noch mal ein Transpi für nachher. Wir könnten einfach noch ein paar mehr davon machen. Und dann schmieren wir was bei E.ON an das große Schild und hängen ein Transpi auf. So gegen Naturschutz halt. Ich möchte gerne einfach hier sitzen. Das hat sonst nichts zu tun. Kochen. Wir können doch nicht jeden Samstag kochen. Wir haben letzte Woche Samstag. Hey Leute, ich hole nur kurz wechseln. Ich gehe gleich wieder zu meiner Freundin. Ja, okay, danke, alles klar, tschüss. Theo ist schon wieder weg. Der ist doch gerade erst gekommen. Weiß ich, habe ich auch erst dreimal gesehen und ich wohne ein Jahr hier. Zahlt der eigentlich noch Miete? Ja, er zahlt noch Miete, glaube ich, oder? Ich glaube, eine steht aus. Okay. Der lässt sich aushalten von immer neuen Frauen, mit denen der rumhängt. Ja, ich meine, soll der machen, wenn der glücklich damit ist, aber der ist halt heute nicht bei der WG-Aktivität dabei. Ja, so geht das nicht. Okay, wenn er nicht bei der Aktivität dabei ist. Das stimmt, also wenn er hier wohnt, muss er eigentlich auch dabei sein, ne? Ja, genau. Bin ich voll dafür. Und vor allem. Ja, aber jetzt nochmal zu der Sache. Man kann Männer nicht alles durchgehen lassen. Die nehmen sich eh schon viel zu viel heraus. Also, okay. End, was wolltest du sagen? Ja, also, ich meine, wenn euch das zu easy ist, wir können auch was kaputt machen. Ne? Also, wir können da auch hingehen, können ein paar Aktionärsautos zertreten oder so. Wir haben schon mal gesagt, oder einen Diesel anzünden. Wollen wir nicht in dieser WG.
Haben wir nicht gesagt, für jedes Aktionärsauto, das wir zerstören, bekommst du einen Plastiksackerl auf deinen Kopf? Und wenn ich nur den Mercedes-Stern mitnehme, Mensch, irgendwie muss man doch zeigen, dass man so mit der Umwelt nicht umgehen kann. Da ist ja Theo jetzt wieder. Ich habe gerade den Postboten unten getroffen, der hat mir diesen Brief gegeben, der meinte, das ist dringend. Hier, End, der ist für dich hier von der Polizei, wollte ich dir nur schnell geben. Theo, du kannst direkt hier bleiben. Wo ist unser Mülleimer hin? Ich wette, wegen End sind wir alle verwandt hier und alles, was wir machen, wird abgehört. Vielleicht sollten wir einfach den Geheimdienst fragen, was wir unternehmen sollen, wenn wir was Lustiges machen sollen. Der weiß vermutlich sowieso, was wir am besten können und am meisten machen. Den könnten wir auch fragen, was wir heute kochen. Aragorn, ja, auf jeden Fall bist du vegan. Wach oder schläfst du? Aragorn, schläfst du schon wieder? Nein. Aragorn, kannst du bitte einmal einen netten Gesichtsausdruck machen? Freu dich doch mal, dass wir in dieser WG leben. Richtig, sei einmal in deinem Leben leibend. Von was? Habt ihr etwas von Arwen gehört? Nein. Ja, sie ist tot. Oh, was? Ja, dann ist sie tot. Vielleicht nein, sie ist nicht tot, aber ich wollte nur sehen, ob du noch Gefühle empfinden kannst. Sam, deine Scherze. Vielleicht ist Theodred auch immer bei ihr. Also, wer weiß. Lena, sag doch mal, was wir einfach mal was Vernünftiges machen können mit dieser Bahn. Ja, wir könnten doch heute, wir haben doch gesagt, dass wir heute zusammen Mario Kart spielen. Mario Kart, yay! Das Wetter ist total schön, wir können ja nicht drin bleiben. Also sitzt doch den ganzen Tag vor deinem Computer, dann kannst du auch mal den Nachmittag am Samstag vor deinem Computer sitzen, mit dem vom Fernseher. Also wenn ich den Aragorn sehe, der muss dringend mal raus. Ja, das stimmt auch. Ich hoffe ja persönlich, dass gerade dieses Waldläufer-Game. Da bin ich ziemlich gut drin. Leute, Theodred hat mir gerade eine SMS geschrieben, er datet jetzt Arwen. Wow. Oh, ey, wir müssen den rausschmeißen. Der ist echt... Ich glaube, er sollte nicht kommen, denn hast du eine Ahnung, wo man sollte lernen, Leichen wer hier der König hat. Ist. Ich kann ihn nicht verstehen. Oh. Aragorn, beruhig dich, bitte. Ich glaube, du solltest deine Terroristenfreunde anrufen, wie man am besten Leichen beseitigt. Ich glaube, Theodred werden wir bald loswerden. Ich habe eher gedacht, wir könnten Theodred vielleicht mal mit auf eine Demo nehmen oder mal mit ihm das Herz des Waldes besuchen und da an die Quelle des Lebens gehen, mal wieder so ein bisschen spirituelle Energie tanken. Also Theodred, vielleicht hilft ihm das, seine Balance zu finden. Das wäre auch was für heute. Wir haben Plätze beim Ausreiten frei. Wir können zusammen ausreiten gehen. Oh ja. Ihr werdet doch nicht auf dieses Angebot eingehen. Und jetzt ist Aragorn weg. Und ey, die schlagen sich jetzt wieder. Ey, das sind solche Machos. Ich geh mal runterschauen. Wir können Inliner fahren. Ja. Sam, gut, dass du nicht so bist. Oh, jetzt ist der sind alle weg. Wir wollten doch einfach nur eine WG. Jetzt sind alle wieder weg. Ah. Oh, wartet ganz kurz, ich habe es vergessen. Wenn wir heute was kochen, ich wäre ausnahmsweise einmal dafür, dass wir nicht vegan kochen. Weil mir hängt Tofu schon... zum Hals hinaus. Du weißt doch, Rindfleisch ist schlecht für den CO2-Haushalt. Ich rede auch nicht vom Rind. Und dann, das brauche ich dir nicht erklären, das weißt du doch. Genau, wir leben hier mit persönlich Betroffenen. Das ist nicht verhandelbar. Da können wir nicht einfach darüber hinweggehen. Ich hätte einfach nur mal gerne wieder Käse. Ich finde das auch einfach nicht in Ordnung, wenn tierische Produkte in meiner Gegenwart verzehrt werden, muss ich nochmal so sagen. Aber Sam, wir hatten... Einfach nochmal wieder Käse. Ich finde es großartig, wenn ihr alle super, weg wart. Ihr seid so super. Ihr wart echt richtig gut. Das war super spaßig. Theodred, der im Hintergrund so rumflamed. Das ist der Theodred. Das war mega schön. Okay. Und Aragorn ist so fertig, dass er gar nicht mehr den Bildschirm aufdrehen möchte. Wir kommen zu Tatjanas WG, der vorletzten WG. Ich habe mir tatsächlich überlegt, also eigentlich hatte ich mir einen rausgesucht, aber dann habe ich so viele andere gefunden, die ich genauso gut finde, dass ich glaube, vielleicht muss man ein, zweimal würfeln. Alles klar. Ich finde, Aragorn hat auch nochmal schön in die SMS geschrieben. Ich finde es eine sehr schöne Vorstellung, dass sie jetzt irgendwo draußen rumlaufen und sich prügeln. Das habe ich erst mal kurzer Weile kapiert, dass da jemand schreibt. Das war so geil. Das war einfach eine zusätzliche Dimension des Spiels. Ich habe eine 19 gewürfelt, aber das sieht so aus, als wenn das schon genommen wurde. Aber ich sehe das nicht. The most overbearing roommate wants to practice good listening skills. Das wurde noch nicht genommen. Das hatte ich mir überlegt. Ja, dann nehmen wir das. Dann ist es ja perfekt. Das ist der Zufall, dass er es entschieden hat. Ja, genau. Ich sage nochmal die Rollen. Mhm. Muss ich mal suchen.
Genau, wir sind im Auenland, nee, vielleicht sind wir auch nicht im Auenland, sondern, keine Ahnung, in Berlin, aber auf jeden Fall haben wir so eine hübsche Hobbit-Höhle wie im Auenland. Quasi halt eine Dachgeschosswohnung. Ja, ja, genau, aber mit Gras oben drüber und ein bisschen noch niedrigere Decken und so eine Kellerwohnungen schön. Und eng, genau. Und wir haben Britta als alle Hobbits. Wir haben Jesko als den kurzen Zwerg, der ein bisschen awkward ist, wenn Galadriel da ist. Keine Ahnung, ob die auftaucht. Wir haben Lena als Gandalf. Mal gucken, ob er kommt oder ob er gerade in einem Kunstprojekt steckt. Vibora als Gollum. Nothing else to say about, also das sagt ja schon alles. Und wir haben Lorenz als Thorin, den Erwachsenen. Ja. Cast is here. Okay. Oh Gott, so, ich mach dann jetzt auch mal, ich nutze mal diese Technik und mach mein Video aus, solange ich nicht da bin. Ich komme dann zwischendurch rein. Wir haben jetzt gar keine Galadriel dabei, ne? Nee. Okay. Gerrit, magst du für uns klatschen? Ja, das mache ich. Ja, natürlich. Ja, ja. Das werde ich tun. 55. Es geht los. Hey, na, wie war euer Tag so? War der auch so lang? Mein Bürojob verbraucht einfach Zeit. Ja, also ich habe heute den Garten gemacht und außerdem, oh, wollen wir gleich was trinken gehen? Ja. Also ich hab das selbstgebraute Bier, das ist jetzt fertig und das ist echt, echt gut. Gibst du mir das? Davon musst du uns unbedingt was abgeben. Ich habe zwei Fässer gemacht. Hey, ich mache Gandalf. Hi, Gandalf. Ich mache ganz ein Foto da. Das heißt, ich will keine Fotos. Abend. Ich mache ein Fotoprojekt zum Thema WG-Leben. Darf ich euch mal kurz alle fotografieren, so als Gemeinschaft? Ja. Bitte einmal aufstellen. Hey, lass mal schnell Arme umeinander legen. Komm. Oh ja, schön. Nein. Emily, komm her. Okay. Ah. Das war's auch schon wieder. Ich muss noch zu der Ausstellung. Ciao. Quatsch, Gandalf. Die Küche sieht doch aus. So, also Tatjana, Gollum haben heute eine Staffel Doctor Who geguckt. Fangen gleich an mit zweiter Staffel. Guter Tag. Das klingt gut, Gollum. Ich komme gleich wieder vorbei und ich habe Bier. Ja, habt ihr nicht irgendwann einmal Interesse, nicht nur Doctor Who zu schauen, sondern auch tatsächlich etwas für die Kasse in der WG einzuzahlen. Ich meine, nichts für ungut. Ich verdiene ja eh ganz gut, aber ihr könntet noch besser verdienen. Und dann wären wir zu fünft. Und dann würden wir sind noch nicht bei 33, wir sind noch nicht mehr erwachsen. Wir müssen das noch gar nicht machen. Mach mal ganz entspannt. Ja, Thorin, machen wir das nicht solidarisch mit der WG-Kasse, dachte ich? Ja, das haben wir gemacht, bis ich halt dann nochmal ganz viel Geld verdient habe. Und damit ist jetzt die Solidarität bei mir. Und ihr lebt von der Nichts. Hallo. Hallo? Ja, aber guck mal, Gollum ist doch, also Gollum hat es halt einfach nicht so einfach, einen Job zu finden gerade. Gollum verkauft jetzt Fischgrätensammlung bei eBay. Super. Ich finde übrigens, wenn du am meisten verdienst, kannst du am meisten... Ich mache die Gartenarbeit und ich baue sogar auch extra Kartoffeln an, damit wir die essen können. Ja, super. Und dann gehe ich trotzdem immer zu Rewe und hole uns dann was noch zum Essen, weil diese Kartoffeln... Ja, wenn du nicht immer Kartoffeln essen willst, also Entschuldigung, aber... diese Kartoffeln waren vielleicht... Kartoffeln, du kannst sie kochen, du kannst Kartoffelbrei machen, du kannst sie... Hey, Frodo, Pippin, ich weiß gar nicht, wer von euch auch da ist, beruhigt euch mal einen Moment, okay? Guck mal, Gimli wollte, glaube ich, vor was sagen, vor einer halben Stunde. Ja, ich meinte nur, also, ne, wir haben ja gesagt, wir machen das hier solidarisch. Und ich finde, wer am meisten Geld verdient, kann auch am meisten dazugeben. Das ist schon okay. Wir wollten auch alle zusammen auf dieses Metal-Festival fahren und mal ordentlich einen saufen. Apropos Metal, Leute. Ehrlich gesagt, kann ich mir die Karte gar nicht leisten. Aber ist denn da gerade reingekommen? Ich meine, du bist echt ein cooler Kumpel. Leute, apropos Metal, ich habe ein neues Kunstwerk. Schaut mal, steht sehr viel Schmerz drauf. Das ist ein bisschen so interpretative Kunst zum Thema Metal. Ich würde es jetzt auch, darf ich das an die Wand hängen hinten? Ja, klar. Sag mal, Gandalf, verdienst du eigentlich auch was von der Kunst? Kannst du was in die
Also ich meine, wenn tun, sobald so Künstler Frage. Was verdienen, ist es ja nicht mehr so real mit der Kunst. Ne? Als Künstler musst du ein das bisschen am Hungertuch nagen. Das klar. Ist so, ja. Nicht. Also ich bin zwar. Also da bin ich jetzt überfragt, Kunst, da habe ich keine Meinung zu. So, ich gehe das denn jetzt mal aufhängen. Hm? Ja, Gandalf. Geht irgendwer heute noch einkaufen? Ich nicht, aber Gandalf, kannst du, wir heute wollten Sonntag. Heute Abend so eine kleine Session machen mit Gimli und der hat Bier gebraut und hast du nicht Bock, irgendwie Feuerwerk beizusteuern? Du, oh ja, oh ja, Feuerwerk wäre cool. Eine das ganz, kostet ganz wieder. Tolle Feuerwerkshow gesehen. Bitte, also, Tobi, bitte, ich muss da nicht bitte nein. Auf, aber so ein paar neue Farben. Bitte nein. Aber nicht wieder Tischfeuerwerk, das macht bitte die Decke schwarz. Andererseits. Ja, und dann können wir wieder den Maler holen und der kostet wieder. Ja komm, andererseits ist eine WG, Gollum, die gehört ein bisschen verranzt. Ja? Du Gollum Goldfisch mitbringen. Gollum hat letzten Goldfisch gegessen. Oh, das ist... Gollum, das waren doch keine normalen Goldfische. Das waren drei Goldfische in einem Teich mit 3 Quadratmeter Größe. Weißt du eigentlich, dass da eine Aussage drin steckte? Wimmen war schön. Ja, und wenn er jetzt doch die Skelette zurückschmeißt, das ist doch auch wieder eine Aussage. Alles ist vergänglich oder so. Du kennst dich natürlich wieder aus mit Kunst, ne? Du nee, weißt natürlich, wie man den Job machen muss. Ja, dann sei einfach still in dem Bereich. Hey, der Gandalf. Einzige, der hier einen Job macht, bin immer noch ich. Ihr alle anderen, man bringt nichts für die Kasse mit. Nichts, gar nichts. Ja, aber wir sind also wichtig für die Gesellschaft Arbeit, mit dem, was wir machen. Da trage ich schon was bei, jetzt nicht explizit zu der Kasse, aber zu unserem generellen Leben. Stimmt, das stimmt. Es geht ja auch darum, ja. Wie das Ambiente ist und es geht ja auch so ein bisschen einfach um das Schöne im Leben und nicht nur um das Geld. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, ihr müsst euch auch an die kleinen Dinge. Es geht doch nicht nur um das Geld in Mittelerde. So viele schöne Sachen im Leben. Ja, nicht bitte mit 5 Hobbits zusammen wohnen, ich finde das super. Wir kommen danke. Zur letzten WG, zu Leo, vielen Dank. Genau, wir haben, Leo, möchtest du, dass ich würfel oder möchtest du dir einen Prompt aussuchen? Ja, doch, gerne würfeln. Eine 9. Das ist a predictable conflict plays out when the roommates share their favorite poems. Wir hören nochmal Gedichte, wenn man sie ausreden lässt. Wir werden es sehen. Und Kanker bin ich. Leo, wo sind wir? Wir sind in einer WG in Gelsenkirchen Mitte. Genau, das ist so eine, also da ist jetzt nicht so wirklich schön, aber es ist halt eine WG. So. Wie Gelsenkirchen halt. Okay, ich muss kurz einmal überlegen, was ich jetzt für ein Gedicht einbringe. Ich muss ja ein reales einbringen. Keine Ahnung. Ich kann das gerne machen. Ich habe jetzt schon was rausgesucht, was zu meinem Charakter okay. passt. Also ich kann gerne auch super. Gedicht ankommen. Okay, super. Ja. Gut. Okay. Dann, wer guckt auf die Zeit? Ja? Okay. Okay, gut. Leute, der Ork wollte gerne ein Gedicht vortragen. Ja, nein, also, bitte nicht. Doch, ich hab jetzt ein ganz, ganz tolles neues Gedicht kennengelernt. Wir hatten ja Hauptschulabschluss Nachtreffen und das wollte ich euch einfach, da habe ich mich sehr, sehr tief reingesetzt gefühlt, dass ich sitze nur im Eck und halt die Schnauze starr nur stur auf einen Fleck. Der Alte hat's mir vollgegeben, fühl mich wie der letzte Dreck. Hass und Wut regieren die Sinne, bin nicht fähig, was zu sagen. Will nur endlich aus mir rausgehen, möchte den Alten gerne schlagen. Ah, das ist gut. Furchtbar beschissen. Ich wusste ja jetzt nicht, dass du lesen kannst. Gib nicht, ich mache eine Ausbildung. Ich das war unheimlich scheiße. Natürlich kann ich lesen. Oh. Ich finde es echt klasse, dass Ork seine Aggressivität über Worte ausdrückt und nicht auf so typische männliche körperliche Gewalt zurückgreift. Bla, bla, bla. Ich habe auch ein Gedicht. War richtig beschissen. Das ist echt gut, Ork. Ja, stimmt. Danke, ihr unterstützt mich immer sehr. Das freut Gimli, mich. Gimli, bitte mal erzähl dein Gedicht, bevor wir noch weiter über den Scheiß reden. Ey, Ork, du bist wieder so unfair zu mir.
positive Kritik, Leute. Positive Kritik. Ja, was soll man sagen, wenn Scheiße ist? Soll man dann sagen, ach, oh, es ist eine schöne Scheiße? Nein. Gold, 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 Gold. Das finde ich richtig gut. Gold, 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 schön. Gold, Gold, Bier. Gold, Bier, Gold, Bier, Bier, Gold, Bier, 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 Bier. Ja, habe ich selbst geschrieben. Das fand ich sehr tiefgründig und extrem genial. Ich mochte die Wut darin. Das klang alles sehr gut. Ich muss auch immer noch auf den Chorteilen weiter rumreiten. Es war ein glückliches Gedicht. Oh, dann hat es mir nicht gefallen. Ich mag keine glücklichen Gedichte. Was? Ich habe da ganz schön viel Mühe reingesteckt. Das kannst du so nicht sagen. Es war wirklich schön. Danke, Elron. Ja, der Harry. Wir werden Alkoholiker. Ganz toll. Kankra, ich habe die gerade frisch gemacht, also gewaschen. Lass mal bitte gerade. Haare fein, Haare müssen sein, an dem Kopf herein. Kankra, du gehst mir mal wieder tierisch auf die Nerven. Mir auch. In meiner Antiaggressionstherapie habe ich viel gelernt, immer nicht mit dir umzugehen. Back off, okay, back off. Kankra ist ein Teil unserer WG, so wie alle anderen auch. Ja. Weißt du, wenn Kankra ein Mann wäre, hättest du das jetzt nicht zu dir gesagt. Das hätte ich auch gesagt, wenn Kankra ein Mann wäre. Ich bin dafür, dass ihr das im Bett trinken klärt, den Streit. Ich schlag nicht nur Frauen, ich schlag auch Männer. Imli, Ork ist minderjährig. Ja und? Er wird hier nicht trinken. Ja. Ich bin der Meinung, dass der Ork ruhig trinken kann. Sieht doch aus wie 150. Können wir das nicht im Gespräch lösen? Das finde ich jetzt... Vernünftige, zivilisierte Leute. Ja, aber die Frage ist, wer ist dann außer mir da? Wenn wir über zivilisierte Menschen reden. Elron, du fühlst dich mal wieder wie was Besseres, nur weil ich nur den Hauptschulabschluss habe. Kann das sein? Hm. Alter, alte weiße Männer sind die Schlimmsten, ja? Ich hoffe, ihr sterbt alle an Corona. Eowyn, trag du doch ein Gedicht vor. Ja, los, Eowyn. Mach ein Gedicht. Zeig, dass du so viel besser bist als wir. Zeig nee, das. Danke. Natürlich nicht. Auch ich möchte, dass die Leistungsträger, die sollen alle sterben, aber selber nichts dabei. Ach, Elron, du meldest dich gerade freiwillig, ja? Ja, ich melde mich gerne freiwillig. Ich kann gerne ein Gedicht vorlesen. Wartet. Mhm. Ist nicht so schön wie meins. Leute, wir wollen uns gerade nur schöne Gedichte vorlesen. Lass es uns doch schön machen. Ich hasse meine Mitbewohner. Lass doch mal bitte. Die sind beschissen. Was? Ohne Freunde. Elron, du bist wieder so gemein. Am Ende bleibe ich alleine den ganzen Tag, das ganze Leben. Und mein Leben ist ewig. Scheiße. Danke. Werde ich wieder richtig wütend, wenn ich so etwas höre. Elron, schön. Danke. Elron, das stimmt was nicht. Leute, also wir haben ja jetzt... Ja, stimmt das nicht. Ich habe die Reimschema nicht eingehalten. Darf ich bitte was sagen? Wir haben jetzt verschiedene Gedichte gehört und wir haben gemerkt, dass es vielen von euch nicht so gut geht und dass es vielleicht auch Sachen gibt, wo ihr aggressiv seid. Vielleicht, also wir sind ja in dieser WG, um zusammen hier zu wohnen. Wir können das vielleicht auch gemeinsam machen, anstatt uns gegenseitig hier dauernd zu beleidigen. Das bringt doch nichts. Lass uns doch mal... Ich habe bisher noch niemanden beleidigt, du Idiot. Das stimmt, der Ork hat noch nie jemanden beleidigt. Oder auf uns niederzumachen. Wir sind doch hier, weil wir uns gegenseitig helfen können. Nehmt euch ein Beispiel an Kankra. Der hat auch noch niemanden beleidigt. Und das war unsere letzte Szene. Wir sind doch gar nicht hier, um uns zu beleidigen. Elron, wenn du alles so scheiße findest, warum wohnst du dann hier überhaupt? Das steht ja auch in meinem Prompt. Da steht Finanzmanager mit Vorzustritt, daher wieder WG. So, ja, unfreiwillig. Schönen Dank. Das war Fan Friction. Wir haben alle unsere Szenen gespielt. Wir haben 8 Szenen gespielt. Wir haben vorher 8-mal darüber diskutiert, mit wem wir zusammen sehen wollen. Wir haben uns 8 Fandoms mindestens angeguckt, welche wir diskutieren wollen. Und wir haben jetzt 2 Stunden zusammen gespielt. Vielen Dank. Das hat ja genau gepasst für den 2-Stunden-Slot, den wir hierfür reserviert hatten. genau.
Wer Lust hat... Großartiges Spiel. Ja, finde ich auch. Wer Lust hat, kann gleich nochmal gemeinsam ausatmen zusammen, also einen Debrief machen. Wer aber vorher nochmal auf Toilette rennen will, wie ich das jetzt tue, der sieht sich dann in 2 Minuten online wieder. Wer das nicht muss, kann aber auch direkt drin bleiben. Ich würde die Aufzeichnung an dieser Stelle anhalten. Wir sind dann wieder unter uns.